muss noch das Intro starten. Warte jetzt. Ah, das ist da, da kommt es. Wir haben noch ein bisschen Musik. Fang ich richtig toll an. Ja, jetzt ist wieder Make My Mittwoch. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir schicken heute wieder zusammen. Und genau, wir haben jetzt gerade schon dein schönes Intro bewundert. Ich habe so viele Intros heute gebaut. Oh. Für heute gebaut. Intros also, und Einspieler und so, ne? Alles. Ihr alles könnt euch auf was gefasst machen. Ja, wir haben heute die Plätze getauscht. Heute wirst du maßgeblich den Chat machen. Mhm. Das klingt voll förmlich. Also du wirst chatten, ich werde sticken. Ich werde mich um den Chat kümmern. Ja. Wären Sie dann so freundlich und würden Sie sich um den Chat kümmern? Oh, es wäre mir ein großes Vergnügen. Vielen herzlichen Dank. Ja, es ist ganz ungewohnt, weil die letzten Male habe ich eigentlich immer gestickt und du, hört man mich eigentlich? Ja. Ja. Okay. Und du warst hier und jetzt kann ich heute mit euch quatschen. Ich freue mich schon total. Genau, ich glaube, ich gucke mal direkt rein, wer alles so dabei ist. Ich habe schon gesehen, Markus Wiebke, wie immer der Erste. Du bist ja immer wahnsinnig frisch und dabei. Ich hatte schon Sorge, du bist nicht da. Habe ich direkt mal reingeschrieben. Elke ist auch da, die Zweite, aber sicher doch, hast du geschrieben. Franziska, Nicole, Agape. Du bist nicht live dabei, aber wenn du das im Nachhinein schaust. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Silke, Stoffel, Markus, Sabrina, Jenny, Struvel, Annette, Sina, Stefanie, Hans, Bernd. Ich versuche mal ein paar mehr zusammen vorzulesen, damit man hier hinterherkommt. Richtig schön, dass ihr alle da seid. Tom Magma, unser Moderator im Stickcafé. Genau. Genau, und Schild steht auch wieder Schild da. Schild steht. Asche auf mein Haupt. Beim letzten Mal vergessen. Genau, Sabine, Sophia, Gabi, Tien, hi. Du bist auch wieder parallel am Werkeln. Richtig cool. Rosi, du bist neu und hast noch keine Software. Ah, alles klar. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht werden wir gleich sogar noch kurz was mit Software genau, machen. Genau, wir gucken gleich kurz in eine rein. Und ja, Adrian, Alicia, Andrea, Blackjack, unser treuer Mod hier. Der auch übernächstes Wochenende zu uns nach Stimmt. Hamburg kommt. Da ja. freuen wir uns sehr. Von Köln den ganzen weiten Weg. Und dann lernen sich die beiden Moderatoren, Sven Sationell, der vielleicht auch hier heute dabei ist, und Blackjack kennen. Und wir gehen mal zusammen eintrinken. Einheben. Einheben. Anstoßen. TE Rotraut, du warst einen Tag in Hamburg, wie schön, und in cool. der Lüneburger Heide. Ich hoffe, du konntest dich schön erholen. Heidschnucken angeschaut. Oh, vielleicht. Das sind Schafe. Gelis, Bastelwelt, Sabine, Kaninchen, Sarah, Walli, Sigrid, Isabel, Heike, Cindy, Individual, Else Apfelmus. Schön, dass ihr alle da seid. Sabine, Rosi, Barbara, hi. Kiwi, Gunda, Mirjam. Nein, Mirjam. Mirjam. Falsch geschrieben. Ja, ja, wir lernen es langsam. Ja. Nitz of Sodonia, hi. Chopper, Katrin, Pili, Cornelia, Wolfi, Conny. Conny ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber du bist ja auch... Du bist unter die Sticker stolze geraten. ...stolze Besitzerin jetzt einer Maschine. Jetzt haben wir dich. Nach langer Zeit. Ja. Richtig cool. Paula, Henrike, Bunter, Knopf, Christine aus dem Saarland, auch richtig schön. Emmaline... Emmaline oder Line of Troy. Oder so. Ja, das wird manchmal steht man da wie so der Ochs vom Berg und manchmal oh, ja. fällt einem das direkt ins Auge. Genau, Stefanie, Michael, Jessica, Elke, UT, Birgit, Gabi, Lizzie, Stefan Geist, Martina, Idris, Davorin, Patch Dogs. Wow, ich glaube, ich schaff's hier sagen, alle. Wir sind jetzt 4 Minuten live und du hast fast alle genannt. Richtig gut. Noch schnell Fieler, Murmel, Edeltraut, Lizzie, Sonja, Claudia, Ute, Heidemarie, aus Gabi. Dortmund. Ich hoffe, ich habe alle. Großartig. Also, wir haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, wo soll das hinführen, wenn wir die ersten 10 Minuten immer nur vorlesen. Ich finde, du machst es besser als ich. Ich muss zu jedem irgendwie ich ratter durch, versuche jeden mitzukriegen. Wer das allererste Mal zuschaut, wir haben eine ganz tolle und liebenswerte Community hier in unserem Livestream, im Chat auch. Und ich sag's immer, die Schwarmintelligenz. Denn wenn irgendwelche Fragen aufkommen,
dann schreibt sie in den Chat. Wenn es gerade passt, versuchen wir es zu beantworten. Wenn es gerade nicht passt, jemand aber da eine Antwort oder eine Lösung oder eine Idee zu hat, dann schreibt es gerne mit rein. Ich bringe heute hier auch noch zwei Fotos bzw. ein Video mit ins Spiel. Da geht es um Nadelbruch und wie dieser zustande kommt. Und wir können gemeinsam überlegen, ob ihr noch Ideen habt, wie man das lösen kann. Aber ansonsten werden wir unsere Vorschläge und Ideen präsentieren. Wer allgemein sagt, ich habe auch Probleme, Herausforderungen mit meiner Stickmaschine, da haben wir vor einiger Zeit mal einen Livestream zu gemacht und der ist auch ganz beliebt, also der wird auch immer wieder noch nachgeschaut oder auch an bestimmte Stellen geschaut. Da hatten wir so Markierungen reingesetzt, dass man auch schnell an die entsprechende Stelle springen kann, wenn man jetzt nur ein bestimmtes Problem hat. Ansonsten werden wir hier heute eine Regenjacke besticken und bevor wir das machen, müssen wir natürlich ein Motiv dafür erstellen. Und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, weil so viele gefragt hatten, was kann denn diese Toolbox-Software von der B70 bzw. B79? Wir haben jetzt mal eine zweite oder dritte Kamera aufgestellt, die hier auf diese Maschine drauf schaut. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Viele Maschinen funktionieren zumindest vom Aufbau her ähnlich. Aber wie wird eine Datei erstellt? Wie kommt die auf die Maschine? Wie sticken wir das auf Softshell? Und wie kriegen wir das hinterher wieder dicht? Und das werden wir heute hier im Livestream machen, neben einigen anderen Sachen, tollen Ding, die wir vorbereitet haben. Genau, noch kurz zur Software. Wir haben ja hier relativ oft mal in die MySonet reingeschaut, in die Premiere Plus Ultra, also deren Vorgänger und sozusagen in diese Welt der Software. Und deswegen dachten wir, es ist vielleicht auch ganz cool, wenn man nochmal in eine andere Softwarewelt sozusagen ein bisschen reinschaut. Genau, also für alle, die jetzt sagen, oh Gott, ich habe doch die MySonet, bleibt auf jeden Fall dabei. Super, super. Aber die Frage ist ja immer, super, Daumen hoch. Oh. Nein, die Frage ist ja immer, was gibt es sonst noch auf dem Markt? Wir schauen auch mal über den Tellerrand und sind jetzt auch neben der umfangreichen Bernett oder Bernina Software auf die Toolbox gestoßen. Das ist wirklich eine sehr, sehr einfache und sehr intuitiv zu verstehende Software. Das werdet ihr gleich sehen. Ich will es auch nicht zu umfangreich machen, aber dass man mal einen groben Überblick bekommt, was möglich ist. Ganz viele Hersteller gehen ja jetzt auch auf das Thema Cloud. Das heißt, dass einige Maschinen cloudfähig sind. Die werden dann über das WLAN verbunden. Das sind meistens hochpreisige oder höherpreisige Maschinen. Die Einsteigermaschinen funktionieren etwas anders, in der Regel noch über einen USB-Stick. Aber die Software, die dabei ist, zumindest jetzt diese kleine Toolbox von Bernina, funktioniert sowohl auf dem Windows-PC als auch auf dem Mac als auch auf einem Tablet. Weil das alles online basiert, also cloud-basiert ist. Man kann irgendwie im Zug sitzen und auf dem Tablet was machen, das abspeichern, in die Cloud speichern und dann zu Hause das auf einen USB-Stick ziehen oder so. Das finde ich ganz gut gemacht. Also diese Bernina Toolbox ist sehr, sehr offen. Das finde ich ganz schick, aber das will ich euch jetzt einmal zeigen. Soll ich dir mal deinen Laptop reichen? Ja, ich gehe mal darüber, weil da ist ein Kabel dran. Du gehst hier rüber. Ich rutsch rüber. Ja. Ich will noch kurz sagen, alle, die jetzt noch dazukommen, schön, dass ihr da seid. Wir schreiben hier ganz viel im Chat und wenn ihr später auch noch irgendwie was einzuwerfen habt oder schreibt, dann sind wir alle im Gespräch. Wir können jetzt teilweise nicht jeden, der noch kommt, begrüßen, aber fühlt euch alle ganz, ganz lieb. Es ist nicht böse gemeint. Ihr seid alle willkommen. Ich schalte jetzt einmal gerade um auf meinen Computer und dann seht ihr uns oben rechts oder unten links, unten links in der Ecke. Ich starte jetzt einmal die Toolbox. Also hier auf der rechten Seite, das ist euch sicherlich bekannt. Das ist die MySonet in verschiedenen Ausführungen. Ich will einmal diese Toolbox starten. Und es läuft jetzt auf Mac, aber eben genauso gut auf einem Windows-Computer. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, stellt sie gerne. Ich werde jetzt einmal anfangen. Wenn ihr das öffnet, dann seht ihr das. Ihr habt hier so ein paar Elemente und man denkt, aha, was kann ich so damit machen? Wir starten zuallererst mit einer neuen Datei. Ich will jetzt einmal mal kurz ein Motiv für uns bauen. Ich nenne das Magma. Klick auf OK. Ab jetzt gleich ein leeres Blatt. Und im ersten Schritt wähle ich den Stickrahmen aus. Wir arbeiten auch heute, die Bernett kommt ja mit 3 Stickrahmen. Die Software ist dann auch im Übrigen
dabei. Das sind eben diese drei Stickrahmen und wir arbeiten jetzt mal mit dem kleinsten, weil wir ja heute kein so umfangreiches Motiv sticken wollen, denn es geht ja auch primär darum, Sachen wieder zu versiegeln. Ansonsten sind noch zwei Rahmen dabei und dann gibt es so eine Positionierungsfolie oder Platte. Ich kann euch das sonst auch mal gerade so hier zeigen. Das wird dann hier reingelegt und so positioniert. Und das Gleiche seht ihr jetzt gerade auch hier auf dem Monitor. Wenn man das rechts, Moment, einmal auf das Auge klicken, dann kann ich hier bei Raster und Zoom, Moment, hier halt sagen, mach mir dieses Positionierungsding. Und hier, das finde ich eben auch ganz, ganz überraschend, dass Bernina sagt, naja gut, mit der Software kann ich natürlich auch von Husqvarna Viking einen Rahmen oder so benutzen. Und dementsprechend dann hier auch in der Software einstellen. Also es ist jetzt keine Sticksoftware, mit der ich selber Stickdateien machen kann, aber ich kann hiermit zumindest schon einiges ganz gut vorbereiten. Ich gehe wieder zurück auf Bernett. Wir haben jetzt hier die B70 oder B79 Serie. Das sind die beiden Maschinen, die sticken können und nehmen von den drei inklusiven Stickrahmen jetzt hier den kleinsten. Lassen den einmal stehen. Und jetzt kommt was ziemlich Cooles. Und zwar habt ihr die Möglichkeit hier über das Plus, entweder auf vorhandene Designs, die wir auf der Startseite schon hatten, zuzugreifen oder ich gehe auf Design importieren, dann klicke ich hier drauf und dann öffnet sich eben so ein Fenster und jetzt kann man hier unten mal schauen, dass dieses Programm einfach auch alle bestehenden Stickdateien lesen kann. Und ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Motiv, das kennt ihr vielleicht von der Seite Stickdatei erstellen und es ist völlig egal, welches Motiv ich reinziehe. Ich kann das jetzt hiermit öffnen und damit auch arbeiten, das positionieren. Im nächsten Schritt wollen wir aus der Cloud aber was reinladen und da öffne ich jetzt hier so ein Fenster. Das ist jetzt alles sozusagen wie ein kleiner Browser und wenn ich hier runter scrolle, dann sind das alles inklusive Motive, die ich auch wiederum reinziehen kann, skalieren kann, vergrößern, verkleinern kann, mit denen ich arbeiten kann. Diese Elemente sind einfach in dieser Library schon da drin und ich glaube, es sind über 300 Motive und die wird ständig erweitert. Also das ist zum Beispiel, das ist jetzt so im Prinzip die Premiere Plus 2 Intro, die zum Beispiel mit der Jade 35 kommt oder mit Stickmaschinen von Husqvarna Viking oder Pfaff oder auch vergleichbar mit der App, die mit der Veritas Florence kommt. Und wir schauen jetzt hier noch einmal rein. Wir wollen uns ja was Schönes zusammenbasteln. Man könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte ein kleines Monster bauen, nehme diesen Body hier rein und lade das herunter. Ah, man kann sich da dann ein Gesicht sozusagen zaubern. Genau, man kann sich jetzt hier ein Gesicht zaubern. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich nehme die vorhandenen Designs, weil dann muss ich das nicht nochmal runterladen, obwohl das auch schnell geht. Dann nehme ich mir noch ein Auge. Moment, ich glaube, ich muss doppelt draufklicken. Das setze ich mir hier rein. Farben und so weiter kann ich auch vorgeben. Dann setze ich noch einen Mund rein. Das ist ja süß. Ja, dann suche ich mir noch zwei Beine raus. Guck mal hier, ein Bein. Das schiebe ich hier rüber. Dann setze ich das Bein nochmal rein. Und dann gehe ich hier auf Bearbeiten. Und kann jetzt hier dieses Objekt einmal spiegeln. Das Bein soll ja in die andere Richtung zeigen. Und ich will jetzt nicht so ausführlich machen, ich kann sogar hier über diese Layer festlegen, in welcher Reihenfolge gestickt werden soll. Und wenn ich jetzt sage, die Beine sollen aber nach da hinten, dann markiere ich einfach beide, drücke hier oben auf den Hochknopf und dann startet er mit den Beinen, dann den Körper drüber und so weiter. Und fertig ist eure Stickdatei. Und das ist ja wie so ein Grundbaukasten, ist ja auch Toolbox. Es ist super aber einfach gemacht. Um das System auch mal zu verstehen, wie man eine Stickdatei baut und was man bedenken muss. Genau, so, wenn man fertige Elemente hat, hier finde ich das mit dem Monster ganz anschaulich. Man kann jedes Motiv, was man von irgendwo hat, da reinziehen und dann auch für jede Stickmaschine wiederum abspeichern und exportieren. Mhm. Eine Funktion, die das Programm nicht hat, was ich als sehr, sehr großen Vorteil eben von dieser Intro-Software empfinde, was mit der Jade 35 kommt, ist dieses Resizing. Wer schon etwas länger dabei ist, der kennt diese Funktion aus der Software, dass ich etwas vergrößern, skalieren kann oder eben auch verkleinern kann und die Anzahl der Stiche passt das Programm automatisch an. Das geht natürlich nicht ins Endlose rein,
Aber finde ich eine sehr schöne Funktion, weil sie Stickdateien eigentlich nicht skalieren lassen. Stickmaschinen lassen so 20% plus minus zu, aber auch davon rate ich ehrlicherweise ab, weil das Stickbild sich immer verändert und ich würde Stickdateien nicht skalieren, also auch nicht vielleicht mal so 1-2 Zentimeter, aber selbst das kann schon Auswirkungen, Millimeter auf oder Prozent auf das Stickergebnis haben. Ja. Ja. Genau, Paula hat gefragt, kann man denn auch mit der Toolbox von Bernina DST-Dateien erstellen? Genau, also da kannst abspeichern, du abspeichern kann ich. Genau. Also wie du jetzt gerade gezeigt hast, aus den vorgefertigten Elementen, die in dieser Toolbox sind, kann man sich eben was zusammenstellen. Und es sind ja super viele Sachen drin. Aber jetzt eigene private Motive oder Logos oder all diese Sachen in eine Stickdatei umwandeln, geht damit nicht. Es muss fertig sein. Ja, also das, da muss ich auch so ein bisschen die Illusion nehmen, wo wir selber am Anfang dachten, cool, jetzt habe ich das, eine Maschine und kann meine eigenen Designs entwickeln. Das ist dann der nächste Schritt zu einer eigenen Sticksoftware. Jeder, der damit arbeitet, ich weiß, ich habe hier jede Menge auch im Stream gesehen, die auch schon ganz tolle Ergebnisse bekommen hatten oder hinbekommen haben und ich ja auch schon ein paar Ergebnisse besprochen hatten aus ganz verschiedenen Softwares. Plural Software, weiß ich nicht, ist auch egal. Und da so tolle Ergebnisse bei rumgekommen sind. Und das möchte ich auch auf jeden Fall demnächst nochmal machen. Dass ich einfach nochmal Motive, die ihr so erstellt habt, schickt und ich sie dann nochmal in einem Livestream bespreche. Genau, hier geht auch gerade noch die Austauschrunde weiter über verschiedene andere Softwares, zum Beispiel Hedge ist ja auch sehr bekannt. Ja. Hier Verena und TE, ihr habt auch beide Hedge und Andreas auch und seid auch sehr zufrieden. Gibt es natürlich auch in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Wir haben die, wir haben Hedge auch, aber ehrlicherweise arbeiten wir nicht so viel damit. Also wir sind die MySonet bzw. Premier Plus 2 Ultra Fraktion. Und ich denke, da kann ich am meisten zu sagen, wenn man eine Sticksoftware beherrscht, findet man ähnliche Funktionen oder identische Funktionen auch wiederum in anderer Sticksoftware wieder. Aber man muss üben, 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 um da gute Ergebnisse hinzubekommen. Ich glaube, das ist auch wie mit jedem Programm, an das man sich gewöhnt hat, dass damit kommt man halt auch am besten dann zurecht. Ne? Und total. Ich glaube, Hedge hat auch super viele Funktionen. Ja. Ist aber relativ teuer, oder? Ja. Also, genau. Kommt darauf an, welches Modul man da nimmt. Ich kenne mich da tatsächlich gar nicht so richtig aus mit Hedge. Ich habe die Preise auch nicht so im Kopf, aber ja, hat alles seine Daseinsberechtigung und alles ist in Ordnung. Ich wollte jetzt halt auch nur so ein Tool hier gerade mal vorführen. Genau, das mal nochmal reingucken. Jetzt müssen wir uns was aussuchen, was wir auf die Jacke sticken. Also, entweder nehmen wir ein vorgefertigtes Motiv oder, was ich eigentlich noch cooler finde, ich wollte noch einmal gerade zeigen, wenn ich jetzt hier drauf drücke auf diese Maschine, bietet er mir folgende Dateiformate an, um das abzuspeichern. Da wird sicherlich auch ein Format für eure Stickmaschine dabei sein oder für deine Stickmaschine. Und ja, dann speicherst du es ab auf einen USB-Stick in die Maschine rein, los geht's. Ich gehe jetzt hier mal auf Abbrechen, was ich auch sehr schön finde, ist so eine Druckvorschau. Kannst du die ausdrucken? Wie mein Opa, der immer seine Mails ausdruckt. Ja, also ich weiß auch, dass wir einige Zuschauer haben, die ihre Stickdateien so katalogisieren, dass du so einen Ordner hast und dann da durchschaust. Und hier ist jetzt eben auch die Stickreihenfolge festgelegt und man kann auch die Stickfarben, also die Garnfarben festlegen. Da geht man dann hier drauf und dann sind hier auch alle Hersteller hinterlegt, dass man eben auch seine Garne, wir haben Sulky Rayon und ich weiß, dass die 1005 ist weiß und dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das hat er schon übernommen. Genau, und jetzt habe ich ein weißes Monster. Das verschwunden ist. Das verschwunden ist, genau. Das Monster ist hier. Ich kann nämlich jetzt hier sagen, in Bernina Cloud hochladen. Will ich noch einmal ganz kurz zeigen. So viel zum Thema Cloud-Funktion, was ich eben sage. Dann sagt er, ist erfolgreich. Jetzt gehe ich auf berninacloud.com. Berninacloud.com. Wenn man dann mit dem gleichen Account angemeldet ist, dann kann ich hier irgendwo auf meine Bernina Cloud Designs gehen. Und wenn ich der richtige Angemeldete bin, dann sollte ich meine Motive eigentlich hier auch sehen. Also es klappt dann eigentlich immer so
vor. Den muss man ganz kurz. Naja. Ihr könnt euch das vorstellen. Hier soll das Motiv jetzt irgendwo auftauchen. Das sind sozusagen auch so die Dateien, die dann da enthalten sind, ne? Genau, im Prinzip ist das hier die Übersicht oder die Online-Version, die man dann zum Beispiel auf dem iPad öffnen kann. Okay, suchen wir mal was aus, bevor es jetzt hier zu weit ins Detail geht. Ich gehe hier auf Neu. Mach mal Makema. Wir müssen gleich, achso, das gibt es schon. Makema 2, final, jetzt wirklich. So heißen ja immer Bachelorarbeiten, wenn man sie abgibt. Klar. Oder Masterarbeiten. Also ich möchte auf jeden Fall wieder in diesem kleinen Stickrahmen hier sticken. Also den habe ich mir ausgesucht jetzt hier für den Stream. Und die Jacke muss ich gleich noch einmal präsentieren. Mhm. Und dadurch, dass es meine Jacke ist, würde mir zum Beispiel auch ein schönes verschnörkeltes M für Makema reichen. Verschnörkelt? Okay? Ja, jetzt schauen wir mal. Ob wir was Verschnörkeltes hier finden. Ich will lieber nichts Verschnörkeltes. Nee, ich gehe hier auf Schriften. Da geht's schon los. Ganz normal, Alphabet wählen. Das sind alles fertige Stickschriften, die hier schon in der Software enthalten sind. Das sind eine ganze Menge. Und jetzt gehe ich, also soll ich so eine Serifenschrift nehmen? Wie du meinst. Ich kann jetzt schon mal das M machen. Aber nur ein M? Nur ein M. Ja, oder? Ja. Kann man das auch größer machen? Ja, das kann man skalieren und das kann ich auch gleich mal zeigen. Ja. Wir müssen es einmal auf die Schrift festlegen. Was hätte es also... Ach cool, man kann ein M eingeben und dann alles so... Genau, dann kann man so durchklicken. Genau. Hast du... Guck mal, sowas habe ich falsch. Perfekt für dein... Ja. So, guck mal, darauf war ich jetzt echt nicht vorbereitet. So eine College. So, College cool. Finde ich ganz cool. Ja. Ne? Oder Outline. Ja. Oder? Ich würde es mal so machen. Mhm. Genau, und wenn ich das jetzt einmal schließe, Alphabet wählen, ich muss mal ganz kurz schauen, Schrifteigenschaften. Ich kann ja hier auch auf dieses Tool gehen. Ich möchte nämlich Schriften füllen müssen. Da steht Größe drehen, vielleicht das? Nee. Nein. Jetzt zeigt man nämlich irgendwo die Anzahl der Stiche an. Hier, bestimmt auf der Startseite. Designinformationen. Wenn ich jetzt hier reinziehe. Ah, das heißt, man kann diese Sachen schon resizen, aber nicht. Ja, genau, aber nicht fertige Designs. Genau. Okay, jetzt haben wir hier Anzahl der Stiche 877. Jetzt habt ihr es schon gesehen, ich habe es ein bisschen vergrößert. Und 1063 cool. Stiche. Setzt das jetzt hier einmal so zentriert in die Mitte. Ist das fein für dich? Das ist super. Super fein. Ich finde es wunderbar. Dann gehe ich jetzt hier auf die Maschine und das Coole an der, Maschine ist, müssen wir mal deinen Monitor ein bisschen runterklappen, dass die alle Dateiformate frisst, ist, mag. Also alles, was man braucht, ist so ein USB-Stick. Kann ich mal ganz kurz hier in die Kamera halten. Guck mal, da haben wir nämlich so unser Makema-Logo eingraviert. Das kommt jetzt in meinen Computer und dann speichere ich die Datei hier drauf. Für welche entscheidest du dich? Da kam auch gerade die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel, die Veritas ist ja auch so sehr genügsam und nimmt sehr viele verschiedene Formate, ob wir ein Lieblingsformat haben. Gute Frage. Also ein Format, was aus der Industrie stammt, was zum Beispiel W6 verwendet, ist DST. Brother mag oder liest auch DST. Das Problem bei DST ist, wir haben das schon ein paar Mal besprochen, es fehlen die Farbinformationen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei einfarbig macht das keinen Sinn, aber ich kann es ja mal als DST abspeichern. Moment, würde die Maschine auch lesen, hier. Ja. Dann speichere ich das auf dem Schreibtisch. Ich habe es in Rot und das Programm ist geschlossen. Dann ein toller Vorführeffekt. Oh nein. Was ist los? Erneut öffnen. Ja. So, ich habe euch aber auch gar nicht mitgenommen. Aber gut, dass es da auch mit drin ist. Genau. Ich, wunderbar. Also die Datei ist nicht weg, aber hat mir jetzt hier so einen Error angezeigt. Oh je, lag wahrscheinlich am DST. Ja. Nein, lag's nicht. Julikorn hat gefragt, ob die Software bei der Bennett dabei ist. Genau, die ist dabei. Das ist auch ein sehr cooles Goodie zu der Maschine obendrauf. So, ich probiere es nochmal in DST, ob es jetzt woran es liegt. Nee, hat geklappt. Schaut mal gerade auf meinem Computer. Ich habe ja hier so ein Weinrot und DST hat jetzt einfach gesagt, ja, aber ich finde, das ist blau. Und macht dann eben so ein sowas daraus. Ja, lass doch jetzt die nehmen. Ich will sticken. Ja, ich schiebe die Datei einmal auf meinen USB-Stick. Und ja, dann kannst du die Maschine schon mal wecken aus seinem Dornröschenschlaf. Wie macht man das eigentlich nochmal? Auf Eco drücken. Ach, auf die Mitte drücken.
Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, ehrlich, als wir die Maschine ganz frisch hatten, habe ich auch richtig lange gesucht. Ja. Ich dachte, Eco, gibt es einen Knopf oder so? Und man drückt so an der Seite und nichts passiert. Man muss einfach auf Eco drücken. Ja, so, jetzt schiebe ich die Datei. Jetzt muss noch der USB-Stick erkannt werden. Ich brauche hier an meinem Computer immer so ein externes Dongle-Ding. Und dann zeigt er mir manchmal den USB-Stick nicht an. Ich kann ja schon mal zeigen, was wir benutzen, um die Maschine zu besticken. Nein, die Jacke. Und zwar haben wir Filmo Plus. Das haben wir ja schon oft benutzt für Dinge, die man nicht so gut einspannen kann. Und gerade so Jacken und so lassen sich auch manchmal nicht so gut einspannen. Softshell, weil man dann eben so Abdrücke im Stoff hinterlässt. Und dafür ist dieses Material ganz gut. Das kann man nämlich einspannen. Das ist so, hat so eine Klebebeschichtung, auf die man dann den Stoff im Nachhinein draufkleben kann. Wir zeigen das jetzt gleich. Das haben wir beim letzten Mal ja auch schon verwendet, ne? Stimmt, bei der Mütze. Mhm. Genau. Genau, das nehmen wir jetzt nochmal. So. Folie brauchen wir nicht. Den kleinen Rahmen hast du. Ich habe den kleinen Rahmen. Genau, und die Jacke jetzt zeigen wir dann gleich. Einfach meinen Laptop wieder zu, dein wieder drauf und ich übernehme hier wieder. Ist das in Ordnung? Das ist super. Ja? Ich brauche eine Schere. Ah ja, ich habe alles perfekt vorbereitet, nur eine Schere habe ich vergessen. So, ich wollte gerade durchs Bild laufen. Ja, kannst du ruhig, aber... Ja, wo ist denn... Wir versuchen heute mal so weitestgehend ohne diese Handkamera zu arbeiten. Aber vielleicht mache ich das jetzt einmal nur ganz kurz, um zu zeigen, wie die Einstellung. Und genau, was ich jetzt hier mache. Ich gehe einmal aufs Häusle. Dann habe ich hier oben die Möglichkeit, ja, mische auch Schwabisch, babbele. Ich kann das gar nicht. Ich lasse es lieber. So, hier oben nehme ich jetzt den USB-Stick. Und jetzt zeigt mir die Maschine, die B70, alle verfügbaren Motive an. Klick einmal auf das M, habe das jetzt hier positioniert. Was ich mega finde, sind hier diese kleinen Drehrädchen. Das habe ich bei noch keiner Maschine so gesehen. Und man hat jetzt die Möglichkeit, das Motiv in der Horizontalen, man sieht es hier, ich kann es ja einfach auch vergrößern, guck mal, in der Horizontalen zu bewegen. Oder auch in der Vertikalen. Also diese Knöpfe haben je nach Funktion, wo wir gerade drin sind, also je nach, Einstellung, die Möglichkeit, verschiedene Funktionen anzunehmen. Das heißt, man kann damit den Stickfuß höher und runter machen, wenn man dann in der Einstellung ist. Man kann, wenn man zum Beispiel einen Garnriss hat, hier auch an einer ganz bestimmten Stelle wieder einsetzen. Das finde ich ganz praktisch, dann einfach über diese Drehregler und nicht so ein bisschen friemelig hier auf dem Monitor. Ja, ich stelle die mal wieder zur Seite. Elke sagt, oh, ich kann das jetzt aber nicht im Dialekt vorlesen, ich bin sehr schlecht im Dialekt. Ein Schwab babbelt nicht, sondern schwätzt. In Hessen. Hessen wird gebabbelt. Ja. Ich war ja auch in Hessen. Ah, auf der Buchmesse. Der Buchmesse. Frankfurt. Und das war auch sehr witzig, weil da war ich dann einen Tag dann noch zur Erholung in der Sauna. Und das war dann auch so eine Klönsauna. Und ich fand es so witzig, weil da war halt ein Schild und da stand wirklich dann irgendwas von wegen, darfst du babbele oder ja, das, so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und das fand ich irgendwie total hilarious. Ich weiß gar nicht, warum ich es so witzig fand, aber ich fand es witzig. Weiß auch nicht, haben wir hier Leute aus Hessen? Schreit hier. Achso, genau, ich habe schon mal was vorbereitet. Du hast eingespannt. Einmal Filmoplast. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass ich jetzt gleich dieses Gitter hier rausreißen werde, dass wir das jetzt gleich dann perfekt auf der Jacke positionieren können. Auch hier... Wir werden gleich noch eine ganz kleine Geschichte über die Softshell-Jacke oder beziehungsweise diese Regenjacke hier erzählen. Ah, witzig. Sabrina und Emma Line of Troy, das, was ich nicht aussprechen konnte. Ihr kommt aus Hessen. Das ist ja witzig. Und Sascha. Cool. Ich finde das so cool, wie, naja, nicht international, wahrscheinlich auch. Wir haben hier auch manchmal Leute, die dann gerade woanders sind. Aber ich finde es so cool, dass wir überall in allen Winkeln von Deutschland und oder teilweise Österreich, Europa Schweiz,
hier versammelt sind. Eli ist auch aus. Sehr cool. Conny sagt gerade was richtig, richtig Gutes. Und zwar sind wir jetzt knapp 200 Leute. Wenn ihr entertained seid, wenn ihr sagt, ihr lernt was, ihr könnt was mitnehmen, ihr könnt Fragen stellen, klickt einmal auf den Daumen hoch, tut nicht weh, kostet nichts, außer einen müden Fingerklick. Diese Jacke hier ist eine Top-Regenjacke. Die hat uns mal das Leben gerettet. Mhm. Und, eine Jacke mit einer besonderen Geschichte. Ja, die Frage ist jetzt, wollen wir erst sticken und dann die Geschichte erzählen? Nee, ich glaube erst die Geschichte. Erst die Geschichte, okay. Also es war 2018, da waren wir beide in Malaga. Und ich habe einen kleinen Einspieler dafür vorbereitet. Wir haben uns nämlich einen Roller geliehen. Es war Februar, es war unfassbar schönes Wetter in Malaga selber. Mhm. Ich glaube 20 Grad oder so, wir hatten richtig Glück. Mhm. Ich hatte richtig keine schön. Kurze Hose dabei, habe dann erstmal von einer Hose die Beine abgeschnitten, weil mir einfach so warm war. Und dann haben wir uns einen Roller ausgeliehen, so einen 125-Kubik-Roller. Darf ich fahren? Und dann dachte ich, ja, zu zweit über die Autobahn, gar kein Problem, in so einen Nationalpark. Und es ging allerdings sehr hügelig dann hoch. Und ja, der Roller kam nicht so weit oder nicht so gut voran wie LKWs, die uns dann überholten. Und wir haben dann irgendwann entschieden, das ist uns zu riskant. Wir nehmen eine Abkürzung. Fühlt sich nicht so gut an. Und Google hat gesagt, der Weg ist okay und den sind wir dann auch gefahren. Dann sind wir beinahe von einem Hund angefallen worden und ich habe wahnsinnige Angst vor Hunden. Gehabt? Gehabt, also dank Harry jetzt nicht mehr, aber der Hund, der war wirklich super aggressiv und ist uns hinterhergerannt und ich bin Vollgas so eine Steilküste entlang und wusste nicht, was hinter der Kurve kommt. Und dieser Hund hat dann irgendwann, wollte noch eine Abkürzung, irgendwann eingesehen, dass er keine Chance hat. Und hat dann von uns abgelassen, aber der Rückweg war sozusagen versperrt. Und dann sind wir auf diesen Nationalpark oder zu diesem Nationalpark gefahren und mit jedem Kilometer wurde es 1 Grad kälter. Und ja, wir hatten nicht bedacht, dass wenn wir in die Höhe fahren, ne, dass es ja kühler wird da oben hier aus dem flachen Land Hamburg. Kennt man sowas nicht. Und das überall gleich wir hatten halt so unsere kurze Sachen an, vielleicht Pullover. Eine Klinge, vielleicht ein Pulli oder so. Und es wurde halt immer kälter und immer kälter und irgendwann waren wir so richtig wie so Eisklötze. Das ist so schrecklich, ja. Ja. Und was macht man? Es ist schon kalt, man denkt, da in ein paar Kilometern ist das Ziel, aber es wird immer kälter. Und es war auch weit und breit nichts, wo man irgendwie einen Pulli oder sowas noch hätte kaufen können oder eine Jacke. Und dann sind wir da hingefahren und dann gab es einen Souvenirladen. Wir haben uns erstmal einen heißen Kakao gegönnt, haben uns den Nationalpark nicht angeschaut, haben dann diese Windjacke. Ich habe noch eine Winterjacke gekauft. Ja, in dem Souvenirshop, so völlig überteuert mit so dem Logo von dem Nationalpark. Hast du auch nie wieder angehabt, die Jacke, ne? Die hat einfach nur, die war für diese Fahrt verdammt wichtig. Und dann, das werdet ihr auch gleich sehen, hat ein Motorradfahrer in Vollmontur dann ein Foto von uns gemacht, wie wir mit unseren Jacken da oben stehen. Ja. Und das werden wir euch jetzt zeigen. Kurzer Einspieler, 2 Minuten. Passt auch ein bisschen jetzt gerade, weil hier jemand, ich weiß gerade nicht, wer das war, in Italien ist. Genau, Martina, du bist auch gerade in Italien, habt ihr bestimmt auch schöneres Wetter und ich hatte gerade voll die Urlaub-Vibes, als ich eben in den Einspieler mal reingeschaut habe. Also die erste Minute ist total schön und dann, dann passiert sozusagen. Thank you.
wollten wir zu, wo wollten wir denn? In so einen Nationalpark, aber da führte nur eine Autobahn hin, dachten wir so, okay, wir machen mal was anderes, fahren so abseits von der Autobahn einfach mal so einen Landweg lang, müsste ja auch okay sein, aber war einfach nur, keine Ahnung, querfällt ein, wir mussten teilweise schieben, ja, und jetzt sind wir froh, dass wir wieder eine normale Straße sehen. Schon eben ein Auto gesehen und wir haben uns so gefreut, endlich wieder Zivilisation zu sehen. Das noch einfach so schön. Mit unseren Insta-Fans. Hallo, na? Wir stehen gerade irgendwo im Nirgendwo. Haben eine echte Tortur hinter uns. Ja. Und jetzt fahren wir weiter. Aber wir sind fast vom Hund gefressen worden. Ja. Naja, also der Grund, warum wir diese komplette Strecke lang gefahren sind, ist einfach, dass ich unfassbar Schiss vor Hunden hatte. Und wir haben einen gesehen, der war auch eigentlich so ganz entspannt. War der Rückweg halt eben auch gesperrt und dieser viel zu lange, unwegsame Weg, der noch nicht mal für Wanderer geeignet wäre. Guck mal, die Hundis müssen die holen. Cool, ne? Kleine Unterbrechung. Ein bisschen näher ran. Ja, der hat mir dann für uns vorgegeben. Ja, das war unser Einspieler zur und wie wir so, an diese Regenjacken kamen. Ich ja, gucke hier nämlich gerade, das hat ja mit das ist mit Verzögerung, irgendwie so 7 Sekunden. Ups. Genau, und das ist die besagte Windjacke und es ist keine... Ist da sogar noch das Etikett dran? Und ich hatte es dann später nochmal auf einem Festival an, die Jacke. Aber das Etikett ist noch drin. Nur rein, falls du Interesse hast. Roli España. Aber España. Vielleicht kriegt sie ja jetzt nochmal einen zweiten Frühling, die Jacke. Ja. Mit einem schönen M drauf gestickt. Mhm. Das werden wir jetzt auf dieser Jacke machen. Sie ist halt zu 100% Polyester und deswegen noch eine etwas größere Herausforderung als ein Softshell oder irgendein Material noch mit einem Baumwollanteil. Denn das hier kann natürlich auch schmelzen. Aber das haben wir bereits getestet und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Für mich ist nur wichtig, dass wir einmal ein bisschen positionieren, wo ich denn das Motiv jetzt drauf haben möchte. Und auch wenn ihr einen Pullover oder ein T-Shirt bestickt, ist meine Empfehlung, das immer nochmal vorher anzuziehen, wenn ihr das angezeichnet oder positioniert habt, weil ihr macht es immer zu tief. Also wenn du sagst, ich will hier auf der Brust einen Schriftzug haben und du legst den Pulli vor dich, wirst du den Schriftzug nachher unten haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also das ist unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung einfach. Also wenn ihr das mal macht, einmal aber noch aber wie soll ich denn das jetzt anzeichnen? Soll ich das anzeichnen? Könnten wir eigentlich. Könntest Pulli? Du? Ist okay. Wir sticken ja da drüber. Also ich hätte es gerne jetzt hier oben. Und das ist auch deutlich höher, als ich es vermutlich, wenn ich das jetzt auf dem Tisch liegen habe. Sieht man? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht durchgemalt. Den neuen Pulli. Nee. Ja, cool. Wird es auch deutlich höher sein, als ihr denkt. Oder als man so gedacht hätte. Also, die Zeichnung. Ist weg. Nee, da sieht man sie noch. Ich schalte jetzt mal um auf diese Kamera hier. Und wir nehmen diesen Stickrahmen. Mit Filmoplast hat man natürlich den großen Vorteil, dass man besser positionieren kann. Es gibt auch später hier keine Abdrücke, da hatten wir beim letzten Stream drüber gesprochen. Und man kriegt es noch besser und glatter eingespannt. Und ich nehme jetzt hier einfach mal eine Stickschere, ritze das Material einmal so ein X rein. Ich muss natürlich gucken, dass ich das nicht auf die Jacke mache. Aber die Erfahrung, die zeigt so. Und jetzt reiße ich hier das Material einmal raus. Die Stickschere ist schon relativ spitz, also aus der Erfahrung vielleicht doch lieber eine etwas stumpfere Schere nehmen. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Ich finde es gerade gut, wenn die so spitz ist eigentlich. Ja. Man muss halt so... Man muss das dann gefühlvoll machen, ne? Ja, genau. Habe ich nicht. Gefühlvoll. Gefühle habe ich nicht. Ah ja, da war super geklappt. Oder mach erst mal das fertig, dann können wir gleich noch hier weiter quatschen. Ja. Ich habe nämlich auch gelesen gerade, das finde ich immer auch dann ganz charmant, dass nicht nur uns sowas passiert,
sondern auch einige hier jetzt einen schicken Trainingsanzug hier. Genau, einnehmen. Martina hat das geschrieben, fand ich auch richtig witzig. Also du kennst das, ihr habt auch euch dann eingekleidet. Hat so Urlauberlebnisse. Ja. Man vergisst das halt auch dann nicht, ne? Nee. Wir werden jetzt hier einmal... Das klebt jetzt. Das klebt, genau. Und da würde ich schon sagen, das versuche ich jetzt so mittig zu positionieren. Mhm. Und jetzt lege ich das hier drauf. Man kann das auch notfalls nochmal abziehen. Also falls man sich jetzt völlig verklebt hat oder das schief ist. Ich orientiere mich jetzt hier beim Reißverschluss. Das ist ja eine schöne Gerade. Und dann klebe ich das hier rein. Ich finde, das kann man sehr cool aufkleben. Ja, das macht, also das Material an sich, das kann man super glatt machen. Und ich zeige es jetzt vielleicht nochmal sonst hier so in die seitliche Kamera. Also besser als so lässt sich ein Material nicht einspannen. Mhm. Das ist wirklich, wirklich perfekt. Ja. Jetzt kommt das Ganze unter die Stickmaschine und das sehe ich auch wiederum als kleinen Vorteil. Ich mag es, dass hier so ein recht großer Durchlass ist. Beim Nähen auch wichtig, wenn es eine kombinierte Näh- und Stickmaschine wäre, gibt es ja auch. B79, das ist jetzt eine reine Stickmaschine, aber man hat hier Platz, um seinen überschüssigen Stoff gut zu positionieren. Und dieser Bereich hier ist nochmal deutlich größer als zum Beispiel bei der 870. Der ist dann, die ist echt ein Ticken kürzer und ein bisschen niedriger und da ist dann nicht so viel Platz. Also ein anderes Stickmaschinenmodell. Und genau, jetzt fahre ich das hier rein. Ich habe jetzt hier oben in der Maschine ein Silber drin. Und mit dem Silber werde ich jetzt auch sticken. Normalerweise müsste man jetzt hier noch so ein Garnplättchen auflegen, damit sich die Kone nicht bewegt oder nicht dreht. Die ist allerdings so voll und so schwer noch, dass sich da nichts bewegt und das Garn super seitlich dann sich in die Maschine reinwickelt. Stickrahmen ist drin. Motiv ist positioniert. Es ist auch, glaube ich, relativ groß, wenn ich jetzt hier mal schaue. Ich gucke jetzt hier mir nochmal die Farben an. Der kleine Stickrahmen, das soll ich hier nochmal ganz kurz zeigen, dass man auch das Display nochmal sieht. Der kleine Stickrahmen ist jetzt hier aktiviert von der Positionierung. Und ja, im Prinzip kann ich direkt loslegen auf Go. Garnfarbe habe ich ja selber entschieden, eingesetzt. Dann gehe ich hier unten in den Stickmodus, sagt jetzt den Stickrahmen bitte rein. Ich sage, jo, habe ich. Und das ist jetzt die Position. Wenn ich jetzt hier einmal reinzoome, muss ich mal ganz kurz schauen. Ne, würde ich so lassen. Und ja, dann fahre ich den Fuß runter. Garn ist eingefädelt. Mache am Anfang die Stickgeschwindigkeit ein bisschen runter. Eine Folie von oben würde ich jetzt nicht reinmachen. Und starte jetzt mal ganz vorsichtig. Unterfaden ist hoffentlich drin. Oh, da ist gleich der Faden. Perfekt. Wunderbar. Sehr gut. Der war irgendwie ein bisschen gerissen. Ja. Ich kann hier gerade parallel mal, wollte ich ihr einmal Lisa Schwarz Frage beantworten. Du suchst eine Einsteiger-Kombi-Maschine, also Stickkombi, ca. 1000 Euro. Veritas ist dein Favorit. Und jetzt hier haben auch ein paar schon, oh, irgendwie kann ich gar nicht so bitte auf jeden Fall nicht machen, wie ich es gerade gemacht habe. Okay. Also irgendwie hatte sich das Garn völlig verändert. Also ein paar haben mir schon geantwortet. Veritas ist echt eine super Maschine. Also finden wir auch total toll, gerade dieses moderne Konzept mit der App. Hier ist dann auch die Jade 35 erwähnt worden. Die liegt auch so in der Preiskategorie, ist ein bisschen teurer. Hat dafür einen größeren Stickrahmen und ist auch eine mega coole Maschine. Und die B70, von der sind wir auch gerade ziemlicher Fan, weil die auch noch so ein bisschen mit in dieser Kategorie liegt und auch noch ein kleines Stückchen teurer. Das ist allerdings eine reine Stickmaschine. Also wenn du eine Kombi willst, dann fliegt die ja schon mal für dich raus. Aber die anderen beiden, also aus meiner Sicht, machst du mit beiden nichts falsch. Also sie sind beide auf ihre Weise richtig cool. Ich habe gerade letztens dazu eine Gegenüberstellung mal gemacht, so eine Seite. Ich schicke die mal hier gerade rein. Kannst du ja parallel mal so reingucken, dass du schaust, was für dich die wichtigsten Punkte sind. Und genau, Christine hat auch gerade geschrieben, wir können da auch noch mal irgendwie drüber quatschen. Schreib mal an fragen@makema und dann schauen wir, was am besten passt.
Perfekt. Gehen wir hier wieder auf uns rüber, also beziehungsweise auf mich. Dich sieht man nicht, weil du bist hinter dem, hallo, hinter der Kamera. Und du kannst ja hier mit ins Bild reinkommen. Ich setze mal den Fokus unten auf den Stickbereich. Und wenn man das jetzt mal so von außen betrachtet, macht die nochmal aus, dann sieht man hier, die Jacke liegt in dem Durchlassbereich drin und hat hier auch genügend Platz. Da darf jetzt natürlich nichts drauflegen, um hier am Rahmen, dass hier nichts am Sticktisch zieht. Aber ich schalte jetzt auch mal ganz schnell wieder auf das iPhone, auf die Kamera hier, weil dann sieht man nämlich auch das Stickergebnis, gerade mit diesem Rayongarn. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe die Optik einfach. Was sich jetzt schon ein bisschen abzeichnet, links und rechts, dass durch diese sehr hoch, hohe Dichte des Sticks, guck mal, da habe ich ein bisschen runterziehen kann, dass sich links und rechts schon so ein bisschen so kleine Löcher abzeichnen. Mhm. Und da würde es natürlich durchregnen, beziehungsweise die Feuchtigkeit durchkommen. Und deswegen werden wir das dann gleich abdichten. Versiegeln. Versiegeln. Genau. Pidi hat gefragt, ob die B70 Sprungfäden selbst schneidet. Ja, das macht sie. Ja. Es war noch eine Einstellungsfrage und dadurch, dass auch wir hier vom Hersteller dann auch nur Vorführmodelle zur Verfügung gestellt bekommen, haben wir festgestellt, dass da viel mit rumprobiert wurde und einfach, sie war ursprünglich auf Niederländisch, einige Einstellungen nicht ganz richtig waren, aber sie schneidet auch Sprungstiche ab und unabhängig auch vom Dateiformat. Mhm. Cool. Genau, Kerstin hat hier auch noch einen wichtigen Einwand. Ich denke, das ist so für alle, die noch keine Maschine haben und ein bisschen am Überlegen sind, irgendwie ganz interessant zu hören, wie andere das für sich organisieren. Und Kerstin hat geschrieben, dass dich das Umbauen ein bisschen nervt und du dir, so wenn man genug Platz hat, eine Stick- und Nähmaschine separat kaufen würdest. Genau, das kann ich auch sehr gut verstehen, gerade wenn man halt ein Projekt hat, wo man zwischendurch sticken muss, dann wieder nähen und so weiter und dann immer umbauen. Ja, das ist natürlich luxuriös, wenn man die Möglichkeit hat, zwei Maschinen zu haben, ja, aber wenn man nicht so viel Platz hat, kleine oder nicht Wohnung, so ein Budget, genau, dann genau, nimmt man das natürlich auch in Kauf. Und so viel hat man unter Umständen ja auch nicht, dass man dauernd umbauen muss. Aber ich weiß total, was du meinst. Ja. Die Maschine läuft jetzt nicht auf Top-Touren, also da ist noch Potenzial. Wenn man sich hier den Regler einmal anschaut, steht sie jetzt gerade in der Mitte. Maximale Stichanzahl sind so 850 Stiche. Das fährt sie natürlich nur in bestimmten Bereichen aus, wenn sie jetzt wie hier bei so einem Flach- oder Satinstich etwas weitere Wege gehen muss. Dann kann es natürlich sein, dass sie nicht die vollen 850, sondern vielleicht nur 600 fährt. Aber auch die Lautstärke ist, würde ich sagen, also durchschnittlich. Ich rede, die Maschine läuft. Ich denke, man kann uns auch ganz gut verstehen. Ich stehe jetzt relativ dicht so an der Maschine. Die Nachbarn klingeln nicht, alles gut. Ja. Genau, ja, Pidi hat geschrieben, könnte dein Nachfolger für die M280D werden. Ja. Ja, also. Und dann nimmst du die M280D als reine Nähmaschine. Ja. Und nimmst die zum Beispiel B70 als reine Stickmaschine mit einem großen Stickrahmen noch dazu, kannst wunderbare In-the-Loop-Projekte machen. Ja, so haben wir es ja auch genau, gemacht. Wir hatten ja auch ganz lang nur, das war noch der Vorgänger von der M280D. Und auch nur ein Thema 10-Rahmen, damit haben wir auch ganz lange gearbeitet, aber es ist schon, so ein paar Sachen sind auf Dauer echt komfortabel zu haben. Größerer Stickrahmen, ja, ein Farbdisplay ist auch richtig cool, ein Fadenabschneider natürlich auch. Ja, also jetzt hat man wunderbar gesehen, der Faden ist abgeschnitten und dadurch, dass ich ja eben so ein bisschen Kuddelmuddel am Anfang hatte, den Faden habe ich aber abgeschnitten, beziehungsweise wurde dann hier wunderbar mit vernäht unter dem Stickbild, haben wir jetzt ein perfektes M gestickt. Damit kann ich leben. Ich nehme das jetzt mal aus dem Stickrahmen raus. Mhm. Genau, Gregory, du hast gefragt, was für einen Stabilizer wir benutzen. Das ist Firmoplast, das ist so ein Reißvlies mit einer Klebebeschichtung, wo man das drauf kleben kann. Genauso, dass man eben die Jacke nicht einspannen muss, sondern den Stoff oben drauf kleben kann. Genau. Perfekt. Also das ist die Unterseite, das ist im Prinzip ein Reißvlies und das ist dann entsprechend die Oberseite. Und das hier ist Glitzer, Goldglitzer noch vom letzten oder vorletzten Livestream und kein Loch in der Jacke. Also ich finde,
das Stickbild kann sich sehen lassen. Ja, braucht sich nicht zu verstecken. Alles, was ich jetzt... Ich würde es nicht rausreißen. Nee? Nee. Also weil, den Stickrahmen weil der Stoff ist so dünn, nicht, hast dass du der ein Angst, bisschen dass der? Einreißt. Ja. Weil der ist jetzt ja sozusagen vom Sticken so ein bisschen perforiert. Perforiert. Ne? Mhm. Und alles, was so relativ dünn ist, würde ich... Also hätte ich jetzt Sorge. Okay, also... Dass deine schöne Jacke kaputt geht. Ja, die will ich ja auch tragen, gerade jetzt mit dem coolen M drauf. Mhm. Also, ich werde jetzt aber ganz vorsichtig, also die Klebebeschichtung wegreißen. Nein, nein, nein. Willst du es schneiden lieber? Ja. Okay, dann nehme ich mir jetzt einfach eine ganz normale Schere, keine Stoffschere, weil es ja auch immer noch Papier ist. Und ein guter Hinweis, also... Im Test hattest du das abgeschnitten. Mhm. Ich schneide das jetzt einmal. Also das kann man, ich finde, das kann man machen bei allem, was ein bisschen fester ist. Also auch bei einer dickeren Baumwolle oder einem Filz oder so. Oder bei der Mütze letztes Mal. Aber ich hätte hier Sorge. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Aber wir ist wollen gut. ja nicht Guter noch Hinweis. Einen Flop. Übrigens, dieses Material hier nicht wegschmeißen. Wenn man, warte, ich hol mal gerade was. Du musst kurz weitermachen. Soll ich weiter abschnippeln? Weiter moderieren. Okay, mich zieht das hier gerade förmlich an, das abzuschneiden. Ich will auch mal was machen. Schaut mal, Leute. Wir haben hier einen Stickrahmen von der großen Tahima-Maschine. Und da hast du einen kleinen Namen gestickt. Hm. Und du könntest jetzt einfach hingehen, nimmst irgendein Stück, was noch übrig ist. Hier. Ja, hast du da... Nee, das ist eigentlich genauso unpassend. Mhm. Muss ja nicht komplett sein. Messt das einmal ab. Und dann schließe ich das Loch wieder mit dem übrig gebliebenen Filmoplast. Und das kannst du dann einfach von unten dagegen kleben. So, dann ist das Loch geschlossen. Die Stabilität, ne, das kann man auch schöner machen. Stabilität ist wieder gegeben und du könntest was Neues einkleben. Mhm. Möglich. Vielleicht nicht direkt auf die Stelle. Eher ja, so vielleicht nicht direkt dann auf die gleiche Stelle wieder drauf, aber das Loch jetzt hier ist geschlossen und würde wahrscheinlich sonst ausreißen oder irgendwo hängen bleiben, wenn du das jetzt nochmal so verwendest. Mhm. Cool. Jetzt kommt das große, der Master. Jetzt kommt der Magic Moment. Magic Moment. Genau, dieses Material, was wir jetzt als nächstes benutzen, das haben wir auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt und getestet. Ich glaube auch, ich zeige es mal, weil wir einfach komplett ehrlich sind hier. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann sieht man, oh, ich glaube, ich habe den Chat gestartet, ne? Dann sieht man am Rand, wie krass der Stoff da perforiert ist. Insofern, gerade hier im oberen Bereich dort, das ist halt, da kannst du jetzt durchgucken, weil es einfach so ein dünnes Material ist. Und durch unsere Versiegelung, jetzt wird das abgeschlossen. Also das wird dann später nicht mehr ausreißen. Und hier wird auch kein Wasser mehr durchlaufen. Und das ist ein Material, das kommt aus der Industrie. Wie viele unserer Materialien. Ich weiß auch, dass viele Materialien aus anderen Industrien so entlehnt sind. Also ich wünschte jetzt hier das perfekte Beispiel, aber im Gespräch mit den Herstellern, gerade mit den Herstellern, die Produkte für die Industrie, also auch wenn jetzt hier ein Jack Wolfskin oder ein anderer Hersteller eben Jacken macht, die kochen alle nur mit Wasser. Ich habe hier einen Levi's Pulli. Und natürlich interessiert es mich immer, wie ist denn der eigentlich bestickt? Und der ist einfach nur mit einem Reißvlies bestickt. Finde ich, guck mal, das könnte man jetzt einfach hier noch rausnehmen. Lassen sie aber drin, weil es dann wahrscheinlich schöner aussieht. Ganz einfaches Logo. Das war interessant, ne? Ich finde es total interessant. Also jetzt, wo man wieder in Geschäfte gehen kann, sticken, auch Industriesticken, um Sachen hochwertiger zu machen, ist ja auch gerade wieder voll im Trend. Und da schaut euch mal die Produkte von unten an. Wie sind die stabilisiert? Was für Fliesen sie benutzt? Eigentlich gehe ich nur in Läden und gucke mir das an. Aber apropos Materialien aus anderen Bereichen. Wir hatten da letztens eine Sache, wo wir drüber geredet hatten. Solvi und Ultra Solvi, das ist ja so eine wasserlösliche Folie, mit der wir auch letztes Mal gearbeitet hatten. Kennen wahrscheinlich die allermeisten von euch. Und wir haben
Du hast neue Geschirrspüler-Tabs gekauft und kennt ihr bestimmt auch. Es gibt ja auch solche, die sozusagen wie so eine Plastikfolie drumherum haben, die sich aber auflöst beim Geschirrspülen. Das gleiche auch bei Waschmittel. Und da waren wir so, aha, das ist bestimmt genau das gleiche einfach wie Ultrasoul. Und das gleiche auch bei diesen Ariel-Waschmaschinen-Tabs, die man so reinwirft, wo so verschiedene Kammern drin sind, die sich nach bestimmten Zeit oder bestimmter Temperatur dann auflösen. Genau daher ist dann eben Material entlehnt. Ich finde es total spannend. Ja. Und deswegen kann man auch verschiedene Materialien aus anderen Bereichen einfach mal ausprobieren. Also Frischhaltefolie haben wir in dem Livestream schon mal ausprobiert. Klappt nicht als Folie. Nee. Aber da einfach ein bisschen erfinderisch sein. Genau. Und das hier ist so eine Wabbelfolie. Fühlt sich ein bisschen latexhaft an. Eine Seite ist glänzend, eine Seite ist matt. Wir haben das eben aus der Industrie, wir haben dem Zeug jetzt mal den schönen Namen Siegelfolie gegeben. Genau, weil sonst hat das irgendeinen technischen Namen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwas TS, Tomatesalat, weiß ich nicht. Also es heißt TS in der Industrie, aber wofür diese Abkürzung steht, ähnlich wie bei BSN, steht für Bügeln statt Nähen. Ich dachte, das sei irgendein Hightech-Name. Wofür jetzt dieser Name steht oder der vom Hersteller auch einfach nur so ein Kürzel ist, keine Ahnung. Wir werden jetzt, soll ich das Bügeleisen hier einstecken? Oh, gibt's auch ein, da ist auch ein kleines Bild drin, ich bin gerade abgetaucht. Ja, genau, das lassen wir einmal vorheizen auf Stufe 3 und dann können wir in der Zwischenzeit schon mal ein Stück abschneiden. Wir haben jetzt hier ein bisschen überstehen lassen, guter Tipp, sonst hätte ich mir tatsächlich die Jacke wahrscheinlich rausgerissen, wenn ich sehe, wie krass die Jacke hier perforiert ist, was aber auch am Stich liegt. Und jetzt schneiden wir ein Stück, was ein Ticken größer ist als diese Umrandung, um das eben komplett und final zu versiegeln. Also die Folie bleibt da drunter. Jetzt nehme ich mir einfach die Schere und schneide jetzt hier hoffentlich nicht zu knapp. Man kennt mich. Genau. Wir zeigen jetzt gleich, wie man die aufbügelt. In der Industrie wird das natürlich eigentlich mit einer Presse gemacht, also so einem riesen Bügelgerät. Aber für so kleine Embleme geht es eben auch mit. Genau, also es darf nicht größer sein, als die Fläche eures Bügeleisens ist, weil man kann nicht mehrfach, also man könnte mehrfach aufsetzen, aber macht ist keine. Schwierig. Ist schon, genau, ist schon schwierig. Es ist auch eine kleine Bügelkunst. Wir haben ein paar Tests gemacht letztens, um mal zu gucken, wie doll, wie lange muss man das bügeln, damit es perfekt wird. Und genau, das zeigen wir jetzt aber gleich. Genau, man braucht nicht viel davon und ich denke, da wird man auch mit einem Bogen super hinkommen. Es ist nicht ganz günstig, das Material. Ich glaube, wir müssen es für 4,50 Euro anbieten für so einen DIN A4-Zuschnitt. Aber wenn du jetzt nicht irgendwie für eine Großfamilie 20.000 Klamotten besticken möchtest, sondern einfach nur ein paar Regenjacken personalisieren möchtest. Sind ja eigentlich möchtest. Auch besondere Projekte. Das denke ich auch. Ne? Ist schon eher so ein Nischending, aber so jetzt wissen wir auch, wie es funktioniert. Glatte Seite, die glänzende Seite ist jetzt, sieht man jetzt, die kommt drauf und die matte Seite kommt nach oben. Genau, jetzt glänzende Seite nach unten. Nach unten. Nur die schmilzt und nur die klebt. Das lege ich mir jetzt einmal gerade beiseite. Das hier ist einfach ganz normales Backpapier. Und vielen Dank, Barbara, an dieser Stelle für diese grandiose, tolle Bügelunterlage. So können wir jetzt auch im Livestream live mit euch hier bügeln. Ohne ein Bügelbrett. Jetzt lege ich die Jacke so. Soll ich die Jacke halten? Ich glaube, brauchen wir nicht, oder? Ich bin so aufgeregt. Wir müssen jetzt auch gucken, dass wir den Reißverschluss nicht mitbügeln. Ja, wir bügeln auch nur ganz kurz. Wir hatten einen ersten Test gemacht und richtig lang, weil wir dachten, das muss ja eigentlich in eine Presse. Mhm. Richtig lang gebügelt, aber das war schon viel zu viel. So, das Bügel, also den Reißverschluss lasse ich hier so runter. Das einmal da drauf. Wir haben das doppelt genommen, also die glänzende, Seite nach unten. Folie drüber. Bügeleisen spüre ich schon, ist heiß ohne Ende. Alles, was nicht verbrennen darf, zur Seite. Und jetzt nehmen wir das Bügeleisen. Mhm. Jetzt ist so Magic Moment. Ja, jetzt ist auch so ein bisschen dieser QVC-Moment, ne? Das ist, wenn es nicht klappt, ist so richtig unangenehm. Wir sind doch unter uns. Also, genau, wir hatten gesagt, zwei bis drei Sekunden. Also 21, 22 zählen und dann hochnehmen. 21, 22,
23 hochnehmen. Ja, fertig. Mhm. Ich mache das Bügeleisen direkt aus, weil sonst schmelze ich. Genau, wir hatten, wie gesagt, am Anfang richtig lang gebügelt und dann ist diese Folie schon so sehr braun geworden, dunkel, ne? geworden. Das heißt, man darf echt nicht so lang, auch nicht zu kurz, weil dann versiegelt es eben nicht genug. Aber ich glaube, so ist es ziemlich perfekt. Genau, ich gehe jetzt nochmal hier auf die Kamera von oben, dass ich euch das Ergebnis zeige. Einmal von vorne. Auch die Löcher am Rand sind jetzt verschwunden bzw. versiegelt. Und auf der Rückseite, man könnte jetzt natürlich auch noch, wenn man Futter hat, das da drüber machen. Und das Material ist jetzt geschmolzen, hat sich mit dem Stoff hier drunter verbunden. Und es ist jetzt wirklich eine perfekte Kombination, eine perfekte Fläche. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich hatte doch was vorbereitet. Mein guter und bester Kumpel Paul, den habe ich getestet mit Wasser. Und dem kann ich jetzt auch so eine Jacke machen. Das war eigentlich mal für ein anderes Projekt. Aber ich denke, das zeigen Aber wir, das oder? Das zeigen wir, klar. Ja. Also, ganz kurzer Einspieler. Wenn ihr mal vorhabt, eine Wasserschlacht zu machen, dann wappnet euch, damit ihr euer Team auch gestickt auf eurer Jacke habt. Macht euch so ein Emblem auf die Jacke. Und ich zeige es jetzt nochmal von der Unterseite, weil das ja auch jetzt so das, worum es in diesem Livestream auch primär ging. Es ist halt perfekt abgeschlossen, geschmolzen, 21, 22 draufhalten, nicht bewegen. Genau, wenn es zu kurz ist, dann sieht es aus so ein bisschen wie hier oben in der Ecke. Mhm. Kann man das erkennen? Da war das Bügeleisen wohl nicht so perfekt drauf auf der Ecke. Ja, das kann sein. Da habe ich wohl das nicht ganz getroffen. Man sieht nur ganz leicht. Und es ist auch nicht schlimm, weil hier ist dieses ganze Stück ja versiegelt. Mhm. Aber wirklich da schauen, dass man mit der ganzen Fläche drauf drückt, glatte Seite nach unten, dass vorher vielleicht auch, wenn ihr den Stoff habt, an irgendeinem Material, an irgendeiner Ecke noch einmal zu testen. Mhm. Und genau, unbedingt testen. Ne? Ja. Also, wir haben nämlich auch mal so ein bisschen überlegt, wir hatten am Anfang voll Sorge, dass eben die Regenjacke schmilzt beim Bügeln. Konnten wir uns gar nicht vorstellen. Genau, aber das... Ja, was sagst du? Oh. Wer bin ich? M. M. Das ist geil. Also, man sieht jetzt auch an der Intensität der Stiche, wie krass so eine dünne Jacke eben auch belastbar ist, wenn man es richtig stabilisiert. Ja. Und dass man es hinterher versiegeln kann und dann reißt es nicht raus. Ich finde es, wir entwickeln uns weiter. Ich finde es großartig. Ute hat gefragt, ob man mit der Folie eventuell auch einen kleinen Riss in einer Jacke wieder versiegeln kann. Ich würde mal sagen, schon. Ja. Ja, also absolut. Du kannst natürlich auch entweder die Folie nehmen oder BSN. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber halt, wenn du einen Riss jetzt hast und das von hinten verstärkst, aber ja. Das klebt ja besser. Ja, von beiden Seiten vor allem. Ne? Nee, macht Sinn, ja. Natürlich kannst du damit auch einen Riss irgendwie versiegeln. Man sieht den dann natürlich. Dann kannst du wieder was drüber stecken. Ja. Ja. Oder einfach nur was drüber stecken. Wie du willst. Also ich finde das ganz gut. Aber wie gesagt, am besten immer, wenn ihr nach Möglichkeit noch ein Probestück habt von dem gleichen Stoff oder zur Not irgendwie mal in der Innentasche testen oder so, nur einmal kurz einen Test machen, ob das Material nicht schmilzt. Also Kerstin hat gerade gesagt, also bei einer Presse muss man natürlich Temperatur, ich weiß nicht was, wir haben das Bügeleisen jetzt auf Stufe 3, volle Pulle und dann wirklich 2 bis 3, eher 2 Sekunden. Ja. Wie es aussieht, wenn man es 10 Sekunden macht, das zeige ich euch jetzt. Dann, also es wird auch nicht schlecht, aber, Moment, wo ist die Kamera? Aber es wird halt einfach so hässlich braun. Und also es hat auch geklappt, aber im ersten Moment denken wir so, oh, das sieht aber fies aus. Geht auch. Das Material. Das war zu lang. Genau, das war zu lang. Da haben wir ein paar Tests gemacht, eben auf diesem Material. Und das hier ist ja dieses klassische, wie auch eine Zeltplane oder ein Rucksack oder so, dieses Material. Oder eine Sporttasche, die dann auch wieder dicht zu bekommen. Mhm.
Ja. Ich würde sagen, wir fragen mal beim Hersteller nach. Der muss ja eigentlich wissen, wie man das in der Industrie benutzt mit einer Presse. Mhm. Ja, ja genau. Weil ursprünglich hat man uns gesagt, man braucht eine Presse dafür. Wir wussten am Anfang nicht so genau, warum. Es geht aber darum, wenn man Motive hat, die größer sind, als das Bügeleisen ist, dann kriegt man es nicht gleichmäßig geschmolzen oder aufgebracht. Man sieht ja auch, wie schnell es dann auch braun wird, wenn man jetzt dauernd an den gleichen Stellen dann wieder, dann sind die einen noch nicht genug geschmolzen, die anderen zu viel und so. Ich glaube auch, das ist schwierig mit oft Ansätzen. Aber alles, was so groß wie ein Bügeleisen ist, ist natürlich super. Echt gut. Ich würde sagen, wir fragen mal nach. Wenn wir eine Antwort haben, dann schreiben wir das einfach mit auf die Produktseite mit rein. Dann könnt ihr das nachlesen und gucken, ob das für euch passt. Genau, alle anderen Infos zur Benutzung des Materials eben auch auf der Produktseite, die wir da erstellt haben. Mhm. Cool. Ich wollte, genau, Kerstin C. sagt, kommt aus Bügeleisenhand. Genau, wir haben die meisten von euch wahrscheinlich auch nur ein handelsübliches Bügeleisen, was leider mit normalem Wasser befüllt wurde und deswegen jedes Mal, wenn man es benutzt, kalkt. Und wir benutzen es eigentlich auch nur für Nähprojekte. Ne? Mhm. Ich bügel meine Unterhosen nicht. Nicht? Aber ach, vielleicht mal ein Hemd, aber dann kommt Kalk raus. Ja, meistens, aber also wir tragen wenig Hemden und so. Ja. Und meistens dann nur, wenn man es dann dringend braucht und irgendwo hin muss. Und dann ist es auch, müsst noch schnell bügeln. Ich brauche eure Intelligenz ein bisschen. Zum einen habe ich zwei Sachen vorbereitet, wo ich euch einfach mal fragen wollte, ob ihr eine Idee habt, warum die Nadel abbricht. Und zwar handelt es sich um eine Veritas Florence, mit der ja ganz viele auch, die hier im Livestream sind, auch stecken und wir auch total begeistert sind. Und ja, ich habe eine Idee direkt, aber vielleicht fällt euch die auch ein. Schau doch mal ganz kurz rein. Also sie stickt jetzt ganz normal an der Stelle. Dann gibt es einen Sprungstich, ewig weit, dann stickt sie weiter. Dann gibt es noch einen Sprungstich, dann fährt die Maschine aber nach oben. Jetzt sah man schon, jetzt ist sie abgebrochen. Und habt ihr eine Idee, woran das liegt? Also. Du bist manchmal so richtig so der Lehrer. Ja. Ich brauche eure Intelligenz. Nein, also vielleicht hat jemand noch eine andere Idee, aber bei mir ist einfach dieser Gedanke, Sprungstiche, die die Veritas ja auch automatisch abschneiden kann, sollte man hier in der App aktivieren. Denn wenn sie den Sprungstich abgeschnitten hätte, wäre sie nach oben gefahren, dann hätte es keinen Zug gegeben auf der Nadel und dann wäre sie eben auch nicht abgebrochen. Wenn ihr jetzt sagt, genau, Fadenspannung zu hoch, von Nicole weiß ich, bekommen wir immer richtig gut. Also wer mal irgendein Problem hat, wendet euch an Nicole, die hat immer richtig, nee wirklich, du hast schon so oft gute Infos gehabt und auch so gute neue Ideen gehabt, vielleicht liege ich ja auch völlig falsch, Fadenspannung auch eine super Sache, dass man vielleicht beim Nähen die Fadenspannung erhöht hat, man kann beim Sticken die auch erhöhen und wenn die Fadenspannung zu hoch ist, die Maschine mit relativ hoher Geschwindigkeit in eine andere Ecke fährt, kommt der Faden eben nicht so gut nach und dementsprechend kann es dann sein, bei so einer Geschwindigkeit, dann sticht sie rein, sie bricht ab. Denke auch, ja. Mhm. Genau, Marc Mahr sagt auch, Garn läuft nicht optimal. Ich denke, normalerweise sollte das funktionieren. Ich bin auch überrascht. Ich habe jetzt auch mal nachgefragt, was ist das für ein Garn? Weil ich finde es extrem stabil. Normalerweise, aus meiner Erfahrung, reißt ein Garn eher, als dass eine Nadel so abbricht. Aber ich denke auch, Oberfadenspannung zu hoch, Fadenspannung zu hoch, also... genau, viele gehen auch erfahren. Ich finde es auch richtig süß. Guck mal, Sigrid zum Beispiel. Du hast gestartet mit einer Jade 35 und hast jetzt schon Erfahrungen gesammelt, um hier was Gutes mitzuteilen. Ich finde es großartig. Ja. Ja, richtig, richtig cool. Richtig gut. Also ich werde diesen Part jetzt hier, muss gleich mal gucken, ungefähr um wie viel Uhr, 9.24 Uhr, sind wir fast etwas über eine Stunde jetzt dran, dass ich den nochmal rausnehme, nachher nochmal reingucke. Und dann auch nochmal mit ihr spreche, denn für mich ist es kein technisches Problem im Sinne von, wie die Garnstange ist nicht ganz richtig, sondern da geht es eher darum, das Garn läuft nicht ganz sauber. Und ich finde es cool, dass wir hier diese Community haben. Ja, ich liebe das einfach, ja, weil sonst denkt man immer, ja, uns vertraut man, uns glaubt man. Und ich glaube, wir haben auch gute Ideen, aber manchmal... Ich finde auch, manchmal ist es so...
dass einem schon mal was passiert ist, was einem anderen noch nicht passiert ist, Ja. und dann passiert irgendein Problem oder so. Und sehr cool, wenn man da Gleichgesinnte finden kann. Das Und ein stimmt. paar Sachen, wie zum Beispiel das Spulenplatzen, das wir letztes Mal hatten, das ist Ja. uns halt noch nie passiert, aber richtig vielen von euch ist das schon mal passiert. Von ganz verschiedenen Herstellern, ne? Auf einmal kurz bevor die Unterspule voll ist, pum, fliegt der Deckel ab und du denkst so, hä? Wann das? Also einfach zu viel Spannung auch auf der Spule drauf. Ich will euch noch eine zweite Sache zeigen. Ich habe Elke, ich glaube, du bist auch hier im Livestream gefragt, ob ich es zeigen darf, beziehungsweise auch deinen Namen dazu nenne. Wir haben einen ganz schönen Austausch und zwar hast du eine Jahre 35 auch. Und was dir passiert ist, ich muss ganz kurz überlegen, ist es, dass der Faden reißt, das Obergarn reißt oder hängen bleibt? Und zwar immer, wenn die Garnkrone schon ziemlich weit runter ist, also schon nicht mehr so viel Garn auf der Krone ist. Und dann sagtest du, dass du dann manchmal einfach den Finger drunter legst, um zu verhindern, dass dieser ganz steile Weg, ich kann es leider jetzt hier auf dem Bildschirm nicht zeigen, diese Steigung nach oben dann eben das Garn zum Reißen bringt. Du hast auf jeden Fall schon mal richtig reingemacht. Hättet ihr noch Vorschläge zu machen, was Elke hier noch verändern kann? Also ich habe halt gesagt, nicht stehen, liegen ist absolut richtig, weil sich das Garn so abwickeln soll. Externer Garnrollenhalter wäre eine Option und eben diese Plättchen, die jetzt ehrlicherweise bin ich nicht sicher, ob die bei der Jade dabei sind oder nicht in der Größe, weil bei uns vermischt sich das in den Maschinen auch immer so ein bisschen. Ja, wenn ihr da noch einen Gedanken zu habt oder auch die Erfahrung gemacht habt, teilt das gerne, dass wir herausfinden, warum dann der Faden reißt oder das hakt und dann auch die Nadel abbricht. Ich glaube, das war's. Bei ihr ist auch die Nadel abgebrochen. Ich musste hier Ja. gerade parallel so ein bisschen lachen, weil Tante Mangela, du hast geschrieben, wie das Bäumchen wackelt. Und seit du das geschrieben hast, kann Stimmt. ich auch nichts anderes gucken als dieses kleine wackelnde Bäumchen. Ja, das sind tatsächlich wir. Also Gregory, du hast schon vermutet, dass es ein Ventilator ist, Ventilator. weil es in einem Studio warm, Studioventilator. schön wäre es. Also Ja. bei uns ist es wirklich immer sehr warm, weil wir haben hier nur diesen richtig winzigen Raum zur Verfügung. Es sieht vielleicht irgendwie groß aus, aber ja, du kannst ja mal durchschwenken. Ich schwenke einfach mal für euch durch. So schlimm sieht es nämlich heute mal ausnahmsweise nicht aus. Ich mache mal das iPhone an. Dann kann man das hier ganz gut sehen. Also da seid ihr auf dem Computer. Der steht normalerweise hier auf dem Tisch. Und dieser Tisch. Und da seid ihr in der Kamera und da ist so ein Bildschirm drüber, dass wir die anderen Monitore auch sehen. Jetzt bist du hier auf deinem Monitor. Da ist dein Ein Schreibpodest. kleiner Also super, Schreibautorentisch. genau, da werden Bücher geschrieben und E-Mails beantwortet. Da steht noch eine V3, das ist so ein Schrank, wo ganz viel Stuff drin ist. Das ist Zeug. ein richtig schönes Bücherregal, aber alles, was unten geschlossen ist, ist auch voll mit Stoff und Garn und Pipapo. Ja, und dann, ja, genau, ein Das war es Bügeleisen. schon. Das Also das war's. sieht dann immer. Da steht, das ist alkoholfreies Bier. Falls jemand gesehen hat, habe ich gerade noch, ich hatte Durst. Und das ist unsere Projektekiste. Da sind so Sachen drin, mit denen man. Nicht so doll drauf zeigen, da sind doch noch Adventskalendersachen drin. Ach du heiliger Bimbam. Oh, Adventskalender, da muss ich ja auch noch was zu sagen. Denn wir haben noch ein Intro und viele haben sich gewünscht, dass wir das Intro nochmal spielen. Genau, Gregory hat das alles richtig erkannt. Also für die Technik kann ich mich absolut begeistern, ähnlich wie die Maschinen eben auch für diese Filmtechnik. Es macht mir riesig viel Spaß. Aber wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und immer wieder optimieren wir uns. Am Anfang muss ich irgendwie dieses Videosignal in den Computer reinbekommen.
und dann auch wieder raus und dass es flüssig läuft und so. Das ist ein ständiges Optimieren, aber im Moment bin ich mit dem Setting so ganz zufrieden. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, um mehr Videos zu drehen. Bisschen mehr Zeit, bisschen mehr Ja. Platz, aber so ist das ja Und warum irgendwie das immer. Bäumchen wackelt, haben wir jetzt gar nicht gezeigt, ne? Guck mal, Mann, wir haben nämlich auch jetzt seit neuestem einen höhenverstellbaren Tisch. Und Oh ja. deswegen stehen wir. Und das finde ich auch viel angenehmer als zu Ja. sitzen. Sonst wird man so müde dabei. Ja. Ja. Aber jedenfalls, das Intro kennen die meisten von euch ja schon vom letzten Mal. Aber wir dachten auch, wir zeigen es einfach nochmal. Und viele von euch haben auch schon, oder ein paar von euch haben sich auch den Adventskalender schon selber geschenkt. Ich finde auch, einen schönen Adventskalender zu haben, ist auch was Feines. Ich will mir auch noch einen kaufen dieses Jahr. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Schokolade oder so. Ja, aber irgendwas, also jetzt nicht so, also was Schönes, wo man sich drüber Oh, freut. wobei ich zeig mal kurz was. Ich habe nämlich mir tatsächlich schon eingekauft bei Ja, das finde ich Budni. zum Beispiel auch richtig Und süß. irgendwie, das ist total kitschig, aber ich habe mich so in meine Kindheit versetzt gefühlt. Du kannst es hier zeigen. Und zwar, das ist so ein kleiner ups, falsch rum, Kartenkalender mit kleinen Zahlen. Und wir hatten nämlich als Kinder mal so ein Buch, wo ich bin mir ziemlich sicher, das ist der gleiche Illustrator oder Illustratorin, ist die oder der das gezeichnet hat. Und da hatten wir so ein Kinderbuch auch zur Weihnachtszeit. Und als ich das im Laden gesehen habe, dachte ich so, oh, voll kitschig, aber süß. Und den habe ich mir gekauft. Ja, das finde ich auch einen schönen Kalender. Ich mag es auch mittlerweile in so einer Überflussgesellschaft, wo man wirklich von September bis Ostern Weihnachtssachen bekommt oder dann werden die eingeschmolzen, dann werden das, glaube ich, Osterhasen. Ja, finde ich es irgendwie auch schön, sich über sowas zu So freuen. Ich kleinen finde es Kleinigkeiten zu also find ich freuen. wirklich schön. Was ich dich noch fragen wollte, wie war es auf der Buchmesse in Frankfurt? Oh, wolltest Erzählen du Sie was doch nochmal mal. fragen? Habe Ja. ich auch noch nichts von erzählt, Aber mir du hast leider versprochen, nicht. dass du was erzählst. Ja, also Wie sieht Marit aus auf der Buchmesse? So. Komm mal da unten. Hippie. Ja, Richtig. ich war auch das erste Mal in Frankfurt und es ist schon ganz beeindruckend, weil es ja so die einzige deutsche Stadt ist, die wirklich so ein richtig krasses Skyline hat, wie in den USA oder so, ne? Ja. Also Hamburg ist dagegen halt auch total flach. Also hier gibt es kaum so hohe Gebäude. Wenig, ne? Also vielleicht noch in der Hafen Die City, aber nicht Hunsrück-Türme. ansatzweise so hoch, genau wie das. Genau, dann gibt es noch das finde ich ein sehr schönes Foto. Oh ja, das war so Das ein Festsaal. Richtig toll. Da war eine Bühne mit verschiedenen Lesungen. Das war sehr cool. kennt man, Und glaube ich, auch aus der Zeitung, aus der Presse. kann sein. Und dann gibt es noch dieses Foto. Finde ich sehr schön. Ja, da habe ich natürlich auch meinen Verlag besucht und einmal ein bisschen erschöpft gepostet. Ja, das war auch sehr cool. Ich habe dann auch meine Lektoren mal in echt kennengelernt, die ich auch vorher noch nie so in real life getroffen habe. So wie wir euch irgendwann auch mal Genau, treffen also möchten. auch Corona-technisch natürlich nicht. Und das war irgendwie total toll. Auch ein paar Freundinnen von mir, die ich auch noch nie in echt getroffen habe, sondern nur virtuell. Und ja, es war richtig schön, so ein tolles Bücherwürmer-Wochenende. Also ihr kennt das bestimmt auch, wenn man so ein ganzes Wochenende erfüllt hat mit Sachen, die man liebt, bei mir in meinem Fall Büchern oder keine Ahnung, auch immer, wenn wir auf Handarbeitsmessen sind oder so, es ist irgendwie richtig toll. Aber es war auch ganz verrückt, weil es eben auf einmal doch wieder so viele Leute waren und auch wenn die halt ganz viele Hygienekonzepte hatten und so, ist es halt trotzdem total die Überforderung erstmal, ne? Total, Kennt man gar nicht mehr. ja. Im Chat gibt es immer noch eine Diskussion um Abfeilen, also dass man, wenn man jetzt, ich nehme es jetzt einfach mal raus, das Garn, ihr schaut alle mal weg, also wenn jetzt die Garnkrone irgendwo hier einen kleinen Riffel hätte, weil sie mal runtergefallen ist, kann man eine Feile nehmen und das abfeilen. Aber im Idealfall legt ihr oben dieses Plättchen drauf, was etwas größer ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nur gerade nicht, wo es ist, wahrscheinlich an irgendeiner anderen Maschine. Und das schließt es sauber ab oben und dann hat man auch eine schöne Kante hier. Aber vielen, vielen Dank auch für eure vielen Ratschläge hier. Und ich glaube auch, Elke hat ja geschrieben, sie hat für sich da auch schon so eine Lösung gefunden. Aber ich finde es auch toll, einfach solche Sachen mit uns zu teilen. Und wir nehmen das in die FAQs, in die häufig gestellten Fragen mit auf, finde ich auch Ja, wunderbar. richtig Genau. cool. Und dann hat noch jemand gefragt.
Rotraut, genau, wie man dieses Intro von einem Adventskalender macht. Das vielleicht habe ich, glaube ich, auch noch nie gesagt. Ich habe Design studiert und sowas eben in viel Werbung gemacht früher in Düsseldorf. Ganz viel L'Oreal-Werbung, Animationen und Onkel Bens, glaube ich, auch. Und ja, Snickers. Snickers, genau, Mars und Snickers. Und daher kann ich eben solche Animationen am Computer erstellen. Und es kommt leider viel zu selten vor. Ich will am liebsten alles, Maschinen und Technik und Shop und mit euch und alles, alles will ich. Aber der Tag hat nur 24 Stunden. Und im Moment bin ich irgendwie auch so, ich versuche zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Und das werde ich immer, wenn wir Nachrichten bekommen oder halt so einen Livestream haben. Dann merkt man so, wow, das ist irgendwie sau cool, was wir für eine coole Community haben. Und wir haben uns neulich darüber unterhalten, wie viele Leute auf YouTube zum Beispiel mit so Hasskommentaren ja wirklich Konfrontiert sind. konfrontiert und auch belästigt werden und damit irgendwie auch fertig werden müssen. Und da muss ich sagen, dass wir eine so tolle Community haben, dass das wirklich super selten vorkommt. Also Ja. das löschen wir auch direkt, ne? Manchmal gibt es einfach komische Trolls und dann denke ich, ach krass, aber er hat sich wenigstens Zeit für uns genommen, da einen blöden Kommentar drunter zu schreiben. Das schien mir doch wichtig zu sein und dann löschen wir den wieder. Aber es ist wirklich total wenig. Und bei anderen ist das ja echt, also gerade natürlich, wenn man richtig der Riesen-YouTuber ist oder eine Person des öffentlichen Lebens, dann ist man natürlich viel mehr mit sowas konfrontiert. Aber ich finde das total traurig und krass, weil das ist ja irgendwie schon auch eine psychische Belastung, weil man halt die ganze Zeit so einen Hass erfährt auf die eigene Person. Und Total. das ist echt total schön, dass hier immer so das mega schöne und kreative Klima ist. Ja. Und wir sowas Und echt da wollen wenig wir uns auch haben. nochmal bedanken, weil das nicht selbstverständlich ist. Also da haben ganz, ganz viele dazu beigetragen, inklusive die Mods, inklusive alle, die einfach jetzt im Livestream schon auch uns so lange begleiten und dabei sind. Und auch wenn jemand schreibt, du, das Thema jetzt beim letzten Mal mit Strick besticken oder Spitze sticken, das hat mich super interessiert, das davor die Male nicht so sehr. Das sehen wir natürlich auch im Nachgang und wir besprechen das für uns so, okay, aber es ist ja doch nett gemeint. Man kann das so oder so verstehen. Und nicht alles interessiert einen. Nur das Thema, was beim nächsten Mal kommt, das wird euch richtig interessieren. Ja, es wird nicht angekündigt, also der Stream ist vorbereitet, der ist angekündigt, aber man sieht noch nicht, was wir machen werden. Denn es ist etwas, was Marit schon seit, ich glaube, fast 2 Jahren vorbereitet hat, fast schon wieder verworfen hat, dann nochmal neu angefangen hat und jetzt in einer Perfektion raus, also entwickelt hat. Und wenn du schon ja sagst, dann weiß ich, dass es wirklich gut ist, weil du sehr selbstkritisch bist. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf in 2 Wochen freuen. Das wird grandios. Ja. Aber es wird noch nichts vorher verraten. Das ist sozusagen die zweite Und es Jahresüberraschung. war auch nichts in der Nein, Projektkiste. es war nichts in der Kiste. Das ist wirklich top secret, liegt irgendwo im Safe. Und Ja. das wird auch erst in 2 Wochen veröffentlicht. Ihr könnt gespannt Oh sein. nein, Conny sagt gerade, und gerade bei dem Stream kann ich nicht live dabei Oh sein. nein, Oh oh nein. nein. Aber du wirst ganz viele Infos noch dazu sehen, wenn es Oh, viele dann ich bekommen. bin. Das ist voll süß, euer Feedback hier auf Lisa. Du hast geschrieben, du bist erst vor kurzem auf uns gestoßen und total begeistert und süchtig nach mehr. Ja, wir machen alle 2 Wochen hier ja viele coole Sachen mit der ganzen Community. Nicole hat auch geschrieben, eine große Familie. Irgendwie ja, Irgendwie ne? schon, fühlt Ja. sich wirklich irgendwie so an. Richtig schön. Und Gabi hat geschrieben, habt ihr die Daumen vergessen, Leute? Warte. Süß. Oh. Däumchen wie ein Träumchen. Danke auch Jessica für dein liebes Feedback. Das ist richtig, richtig süß und Chopper. Ja. Also, wie ich ja eben gesagt hatte, wir lesen das auch im Nachgang immer noch mal nach. Manchmal schreiben uns Leute, habt ihr das und das gesehen? Oder ich telefoniere mit meiner Mama und da hat jemand das und das geschrieben. Zum Beispiel, dass hier bei jemandem mal Wehen eingesetzt sind. Im Stream hatten wir gar nicht so sehr mitbekommen. Und Nicht in dann, dem Moment ja, so, genau. Und sie sagten, nee, kann das Kind nicht noch ein bisschen warten? Ich will jetzt hier den Stream gucken. Das ist wirklich phänomenal. Das ist wirklich
Grandios. Ja, also wir gucken immer im Nachhinein nochmal durch und schauen uns nochmal genau an, was ihr alle geschrieben habt. Es geht leider ein bisschen was immer unter, wenn man hier so mehrere Aber wir lesen es wirklich alles nach. Und wenn ihr an große Familie denkt, was fällt euch ein, wenn man samstagabends zusammensitzt mit der ganzen Familie und noch bevor es Netflix und diesen ganzen On-Demand-Quatsch in Anführungsstrichen gab, also da musste man um 20.15 Uhr mit der Familie vorm Fernseher sitzen, da musste man gegessen haben, da durfte keiner mehr anrufen, da hatte man Schlafanzug an, da waren die Chips in so kleinen Schüsseln, damit es nicht raschelt. Und dann ging's los. Und das Erlebnis könnt ihr am nächsten Samstag, jetzt am 6. Hier geht's schon los. Ja? Geht's schon los? Wetten das? Wetten das live aus der Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Unter anderem mit Gloria Estefan, Ralf und Michael Schumacher, Peter Maffay, Eros Ramazzotti und Ehefrau Michelle, Ringo Starr, Sir Cliff Richard sowie Corinna Harfuch und Götz George. Und hier kommt Thomas Gottschall. Ich habe wirklich versucht, das schönste Intro rauszusuchen, was mich so an meine Kindheit auch erinnert. So lustig. Und meine Eltern hatten so einen riesen flauschigen Teppich. Und ich lag auch immer so auf dem Teppich mit meinen Brüdern und Sofas waren dann meistens irgendwie von meinen Eltern belegt und das war wirklich, man konnte gar nicht nah genug vom Fernseher sitzen, um Michael Jackson zu sehen oder Eros Ramazzotti oder Leute im Interview oder auch die Wetten. Das ich freue mich wahnsinnig, dass es nochmal eine Folge gibt. Jenny und Tante Vangela sagen auch, das waren noch Zeiten. Sigrid, das ist lang her. Ja, also... ja, ich freue mich auch voll. Also genau, viele von euch haben es bestimmt mitbekommen, dass am Samstag noch so eine Revival-Show ist. Ich freue mich riesig darauf. Noch mal mit Baggerwette und so. Das werde ich auf jeden Fall gucken. Ja, oder wir. Ja. Jetzt kommt noch eine Frage von Susanne. Du hast auch die B70, die wir jetzt hier stehen haben. Und du hast unten immer Fadensalat. Das kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Ihr könnt auch gerne noch mal reinschreiben, was ihr an Ideen habt, dass du noch mal nachschaust in dem Chat hier, was so geschrieben wurde. Ich würde primär einmal die Stichplatte abnehmen. Ich würde auch die Stichplatte abnehmen. Ich würde es, wie ich in dem Video gezeigt habe, auch die Stickspulenkapsel noch mal sauber machen, ölen, einen sauberen Bobbin, einen sauberen Unterfaden ausspulen. Eine neue Nadel einsetzen. Auch das kann natürlich auf der Unterseite Probleme verursachen. Und dann ist auch noch eine Frage, was für ein Material bestickst du? Je nachdem, ist es auf der unteren Seite vielleicht nicht glatt genug, dass sich das immer unten in das Loch reinzieht. Es kann wirklich tausend Gründe haben. Und im Idealfall mal ein Foto vielleicht machen, schicken, noch besser ein Video. Übrigens, wenn man unseren Chat benutzt auf unserer Internetseite, kann man dort auch Fotos und Videos reinladen. Also man muss nicht irgendwie gucken, dass man jetzt ein Video irgendwie per Mail verschickt und denkt, oh, das ist irgendwie zu groß im Anhang. Man kann das da einfach reinziehen und dann kriegen wir das auch. Ja, das wäre jetzt so mein Tipp, weil ich finde immer so, in den blauen Dunst kann man viele Tipps geben, aber oftmals so, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, hat man dann schon relativ schnell eine Idee davon, woran es denn liegen könnte. Ja. Genau. Ja, hier kommen noch gerade ein paar, ich sag mal, Fragen, die ein bisschen ins Detail gehen. Eros und seine Frau? Meine Frau, ja. Genau, Kerstin, du hast gefragt, ob wir oder wir alle im Allgemeinen vielleicht auch Maschinen ölen, bei denen der Hersteller sagt, dass man sie nicht ölen muss oder soll. Ich glaube, da würde ich mich schon immer an das halten, was der Hersteller sagt. Bei Stickmaschinen sagt aber ja eigentlich der Hersteller schon auch immer, ja, es gibt so wartungsfreie Sachen oder so. Ich glaube, dass es schon deutlich besser geworden ist, also in den letzten Jahren. Man sagt, früher war die Qualität, weil es alles aus Metall und sehr, sehr hochwertig war,
Mittlerweile, glaube ich, geht es mehr in den Bereich, dass man wenig warten muss, um einfach damit zu arbeiten. Was man auf jeden Fall machen muss, ist reinigen, Stickspulenkapsel von außen leicht beölen, dass die eben gut läuft. Und ja, das sind eigentlich ehrlicherweise auch die einzigen Punkte, die ich so generell sage, die man machen sollte beim Reinigen. Also alles unterhalb der Stichplatte. Die Garnstange, Nadelstange hier, das kann man ölen, wenn man weiß, wo. Da ist immer die größte Gefahr, wenn man das selber macht, durch die hohe Vibration, dass dann das Öl sich löst und auf den Stoff eben so drauf spritzt. Und dann hat man immer so kleine Punkte und das kriegt man ja auch nicht weg, außer mit der Zeit, wenn sich das Öl gelöst hat. Insofern im oberen Bereich am besten nicht selber mit Öl arbeiten, außer man weiß, wo. Ja. Ja. Kaninchen, du hast gefragt, wie du einfache Webware stabilisierst. Am besten einfach mit einem Reißvlies oder einem Schneidvlies, aber eher Reißvlies, würde ich sagen. Du kannst ja mal die letzten Livestreams durchschauen oder allgemein die Livestreams, da haben wir auch schon häufiger Webware bestickt. Da kannst du einfach mal gucken, wie wir das so da machen. Ich erinnere mich zum Beispiel vor einem Jahr, das ist jetzt irgendwie der mir einfällt, da haben wir so ein Herbstmotiv mit so einer Mütze. Das ist auch das Titelbild. Das haben wir mit der Veritas auf Webware gestickt. Das könntest du zum Beispiel als Anhaltspunkt nehmen. Genau, ich glaube, ich würde noch, bevor wir uns hier verlassen, einige verabschieden sich auch schon euch auch einen schönen Abend noch. Wollen wir noch einmal Win und Fails machen? Unbedingt. Das haben wir nämlich, glaube ich, letztes Jahr. Letztes Mal auch ausgelassen. Weil wir da so viel Programm hatten. Ja, wie ist denn ein Win und Fail? Genau, also ich kann immer anfangen. Bitte. Ich wollte es hier einwerfen, damit ich nochmal meine Wins und Fails. Ihr könnt auch reinschreiben, was eure Wins und Fails waren. Also, mein Win war auf jeden Fall natürlich die Buchmesse. Und mein Fail, das ist mir vorhin noch eingefallen. Ich habe mir ein Buch bestellt nach der Messe. Ist jetzt ja auch schon 2 Wochen, 1,5 Wochen her. Oh, ja. Und dann wir waren gerade im Lager, als das zugestellt werden sollte. Dann wurde es halt zur Post gebracht, kein Problem. Dachte ich so, am nächsten Tag gehe ich hin und hol es ab. Wir wohnen in der Innenstadt. Mhm. Kein Laden macht Mittagspause. Ich weiß, dass diese Poststation irgendwie eine Siesta eingeführt hat. Also Mittagspause ist es nicht. Irgendwie von 1 bis 15 Uhr ist für mich keine Mittagspause mehr. Das ist Siesta. Und habt ihr noch gesagt, geh auf gar keinen Fall zwischen 1 und 15 Uhr hin. Also 13, 15 Uhr. Früher. Ja, war ich dann gerade, als es aufgemacht hat, aufmachen sollte da. Und naja, dann stand da aber ein Schild, wegen einer technischen Störung ist die Filiale geschlossen. Filiale bis auf Weiteres geschlossen oder vorübergehend oder irgendwie so. Ich glaube, ich war noch 3-mal da, weil sie war die ganze Zeit zu. Man muss dazu sagen, diese Post ist sowieso sehr, sehr lätschig und wir hatten schon 1000-mal irgendwie da so ein paar Herausforderungen. Also auch so die Mitarbeiterinnen dort sind sehr, sehr unfreundlich. Also das, egal in was für ein Laden oder wo auch immer man reingeht, irgendwie, es lebt ja davon, dass man irgendwie Spaß am Leben und am Job hat. Und klar, jeder hat mal einen schlechten Tag und so. Aber die haben immer schlechte Tage. Ja, es ist irgendwie immer blöd. Und jetzt, ich warte immer noch auf das Buch, weil ich es einfach nicht abholen kann. Und es ist da irgendwie gebunkert. Und das war schon letzte Woche. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Fail. Mal gucken, ob ich noch daran kommen werde. Ja, habe ich einen Fail? Ich habe eigentlich nur Wins. Ich konnte wieder laufen, ohne Schmerzen im Knie. Dann das Ziel war einfach schneller laufen. Und ich freue mich tierisch, dass Blackjack und Sensationell übernächstes Wochenende zu uns kommen. Unsere beiden Moderatoren. Und wir einen kleinen Umtrunk veranstalten oder irgendwas. Da freue ich mich sehr drauf und drüber. Und jetzt mal bei euch. Wie sieht's aus? Ja, Isabel hat einen ganz traurigen Fail. Nein. Euer Hund Krümel, ist doch voll der süße Name, ist über die Regenbogenbrücke gegangen. Mhm. Ich finde jetzt, wenn man auch mehr Bezug zu Hunden hat, dann sieht man es ganz anders. Am Anfang fand ich als Nicht-Hunde-Kenner, Nicht-Hunde-Besitzer, was wir immer noch nicht sind, aber zumindest Kontakt haben, habe ich auch wenig Verständnis für Hunde, Hundebesitzer aufgebracht, wenn ich Fahrrad gefahren bin oder joggen war. Und das hat sich
sofort gewandelt, dass man sagt, klar, so ein Hund, der sieht mich nicht, der läuft einfach rüber, da muss ich aufpassen. Und ja, so ein Hund begleitet einen, der legt morgens irgendwie die Tatze auf einen drauf, wenn der Aufmerksamkeit haben will oder mit dir spielen möchte. Und wenn der Hund dann über die Regenbogenbrücke geht, das ist so super traurig. Ja. Mhm. Ja. Wir gucken ja auch immer mal Martin Rütter und der hat auch irgendwann mal gesagt, so, dass es einfach keinen Sinn macht, warum Hunde, die auch solche treuen Gefährten sind, nicht so lange leben wie Menschen oder nur so kurz leben. Ja. Das ist echt ganz, eigentlich ganz viel traurig. Zu kurz. Ja. Ja. Genau, Kerstin, bei dir ist ja auch der Wurm drin, deine Kinder haben Scharlach und du eventuell auch. Oh nein. Und eigentlich wolltet ihr großen Geburtstag feiern. Gute Besserung für euch alle. Ich hoffe, du bist verschont geblieben. Das ist ja echt mistig. Ja, also manchmal ist einfach der Wurm drin, aber auch dafür finde ich, ist es eine perfekte Plattform, sich hier auszutauschen und auch zu wissen, was geht bei euch so ab, wenn wir schon von einer großen Familie hier sprechen. Dann finde ich es auch gut, über solche Sachen sprechen zu können. Und ja. Ja, aber individuell jagt beim Umzug eine Katastrophe die andere. Tante Mandela, du ziehst auch gerade um und es verzögert sich. Das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker beim Umziehen. Ne? Oh je, euch allen viel Kraft. Ja, bei Höllenengel musstest du auch die Katze einschläfern. Und dein Kater hat sich dafür komplett verändert und ist plötzlich schmusig geworden. Das ist doch schön. Ja. Dann bist du der Ersatz. Ja. Genau, irgendwer hat hier gerade noch geschrieben, dass eine Packstation ja vielleicht eine, genau, Anne, das finde ich auch einen richtig guten Einwand. Ich denke auch immer, man müsste den Postboten, unsere Nachbarin ist Postboten, wir wissen genau, wie viel Stress das ist, eine Arbeit gegen die Zeit, und dass man da auch die Menschen entlasten könnte. Wir sind nun fast immer hier, deshalb, und wir bestellen beide auch im Prinzip nie was, deswegen. Und wir kennen den Postboten und wir wissen eigentlich auch, der kann das oben drauflegen auf den Briefkasten, da verschwindet nichts. Insofern wissen wir nicht, was da los ist, was da passiert ist, aber ja, so ist es. Es ist kein Weltuntergang. Ja, aber ist auf jeden Fall ein richtig guter Hinweis mit der Poststation. Ja. Müsste ich sonst echt mal gucken. Und bei Kaninchen auch eine neue Wohnung. Erstes Möbelstück hast du reingebracht. Sehr cool. Cool. Ja, genau. Von Jenny ist die Tochter krank. Ich glaube auch, dass jetzt so klar hat man immer so ein bisschen, schwingt die Sorge mit, ist es vielleicht doch, gibt es Corona-Anzeichen oder ist es nur eine ganz normale Herbstgrippe? Aber ich denke, da geht es wieder los. Wir stopfen uns voll mit Vitaminen gerade. Mhm. Also essen super viel Obst, haben aber auch noch Vitamin D, glaube ich. Also was da alles drin steckt. Ne? Vitamine, genau. In der Hoffnung, dass wir nicht krank werden, denn sonst hätten wir ein Riesenproblem hier. Mhm. Aber vermeide auch gerade so ein bisschen unter Menschen zu kommen oder halte Distanz irgendwie nach wie vor. Dabei es wird auch zumindest bei mir noch eine ganze Weile so bleiben. Henrike hat auch richtig den süßen Win. Deine Tochter hat heute ihr erstes Wort vorgelesen, einfach so am Frühstückstisch von der Streuselpackung. Du bist mega stolz. Die musst du auch bewahren, die Streuselpackung. Aber das kann ich mir so vorstellen, weil das ist dann so unerwartet und das ist irgendwie richtig der verrückte große Schritt. Voll schön. Richtig cool. Mhm. Genau. Irgendjemand hat hier, genau, Claudia, du hast jetzt auch eine Stickmaschine und kannst jetzt alle unsere Tipps anwenden. Was ist für eine geworden? Ja, schreib gerne mal rein. Und bei Sigrid ist der heutige Abend, ist dann Win. Und alle in der Familie sind gesund. Ah, das ist gut. Ich finde das auch eine große Erkenntnis, eine schöne Wertschätzung, einfach so ans Leben. Alle sind gesund, allen geht's gut. So. Das finde ich auch schöner Win. Das ist irgendwie, man weiß es immer. Ist so richtig zu schätzen, wenn man dann, und wenn es so eine Erkältung ist und auf einmal denkt man, oh, was für Glück hat man immer, wenn man nicht erkältet ist. Cornelia hat beim Radioquiz gewonnen. Ich kenne niemanden. Ich höre immer Radioquiz und wir raten auch immer mit. Ja, klar. Dann läuft der NDR Info, NDR 2, irgendwie so das Quiz, Enjoy. Und immer rät man mit und manchmal denkt man, wow, die Person weiß ganz schön viel. Oder auch, oh mein Gott, ist sie aufgeregt oder warum ruft sie da an? Aber du scheinst ganz schön viel zu wissen, wenn du das Radioquiz gegen die Moderatoren da gewinnst.
Glückwunsch, richtig, richtig cool. Jetzt können wir eine Radio-Quiz-Gewinnerin. Gewinnerin, das wow. stimmt. Claudia sagt ein Ferrari, eine Bernina 570. Wow. Richtig ja. cool. Und Tom, heute ist dein Nicht-Geburtstag-Party. Heißt das, heute ist dein Geburtstag? Sonst nicht, Nicht-Geburtstagswünsche. Ah, okay. Also, sollen wir gratulieren? Wir gratulieren trotzdem, wozu auch immer. Ja, zum Nicht-Geburtstag. Und genau, Annette, bei dir habe ich auch noch erinnert, dass du ja auch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Genau, ja. Aber doch. Dich mit der Post gut auskennst, sag ich mal so. Annette kennt sich sehr gut aus mit der Post. Sehr, sehr gut. Ein Ablagevertrag klingt sehr nach der Deutschen Post. Das klingt sehr deutsch. Ja, aber kann man machen. Also vielleicht ja. gehen wir dahin, weil bei uns, wie gesagt, kommt nichts weg. Und ich weiß auch, der DHL-Bote, der klingelt und sagt, liegt ja auf dem Briefkasten und das war's. Und ja, kennen uns alles gut. Ne? Mhm. Wenn man so ein Verhältnis hat zu seinem Paketboten oder auch Postbote, ist schon super. Ja. Absolut. Irgendwie wollte ich noch vorlesen. Ach so, genau. Conny, du hast ja auch eine neue Stickmaschine und ihr müsst euch leider noch anfreunden. Ja, ich hoffe, dass es bald klappt. Und ja, wir hatten das ja auch schon geschrieben. Aber sonst musst du dich noch mal melden. Ne? Ja. Oh, ich bin so weiß. Ich sehe das hier in dem... Das ist nur das Licht. Das ist echt verrückt. Diesen Sommer habe ich wirklich mal versucht, braun zu werden und ich werde wirklich nicht braun. Aber ich habe alles gegeben. Ja, aber du hast dich an einer Stelle an deinem Körper verbrannt. Und die Stelle ist immer noch braun. Psst. Ja, also, Marc, Ma, ihr geht ins Bett. Ja, ihr drei geht ins Bett. Wir zwei gehen jetzt auch ins Bett. Ja. Erstmal ein bisschen abbauen, einmal kurz durchlüften. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Tragt euch bitte den 17. November in euren Kalender ganz fett ein, weil ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht, was dann passiert. Mhm. Was ja. Spannendes. Hut ab. Das ist schon. Ach, das ist ja auch witzig. Jenny, du hast vor 6 Jahren ein Trabi gewonnen beim Radio. Vor 6 Jahren oder vor 60 Jahren? Vor 6 Jahren ein Trabi? Der letzte, der vom Band? Ich weiß es nicht. 60 Jahren, das werden schon 6 Jahre sein, oder? Ja, 60 ist auch ein bisschen viel. Ja, das ist doch vielleicht ein bisschen. Aber so einen nostalgischen, aufbereiteten oder so, ne? Ja. Mich hat es ja fasziniert, als ich das erste Mal in Berlin war, konnte man so Trabi-Touren machen. Ja, und da habe ich den Begriff Rennpappe gelernt. Vor 6 Jahren. Ah, okay, das ist anscheinend auch ein Lied von Alice im Wunderland. Nicht Geburtstag. Ah ja. Das kenne ich tatsächlich nicht. Einige haben jetzt den Novo. Ja, Jenny, schick mal ein Bild. Das ja, unbedingt. Schick ein Bild und dann schreib dazu, ob wir das zeigen dürfen. Mhm. Ob wir das dich oder den Trabi oder dich mit dem Trabi zeigen dürfen. Schick's uns einfach ein Bild kurz irgendwie rein, jo, dürft ihr zeigen und dann zeigen wir es beim nächsten Mal im Livestream. Das wäre super cool. Ja. Also, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich dabei wart, so viele tolle Fragen gestellt habt. Alles, was wir nicht beantwortet haben, ist vielleicht im Chat beantwortet worden oder wird in einem anderen Livestream beantwortet. Wir können nicht alles, aber ich glaube im Groben und Ganzen konntet ihr was mitnehmen, ihr habt euch hoffentlich unterhalten gefühlt, das ist zumindest auch so unser Anspruch, hier einen schönen gemeinsamen Abend zu haben. Wer ist Team Sofa, wer ist Team Nähzimmer, wer ist Team Bett? Ich bin jetzt gleich auf jeden Fall erstmal Team Badezimmer, dann Team Sofa, kurzen Moment runterkommen und dann Team Bett. Das ist so mein Plan. Danke, Tien. Du hast gerade geschrieben, wir sind auch ein guter Podcast. Ja, du hast auch schon wieder parallel produziert. Ich hoffe, es war erfolgreich. Richtig cool. Ja. Schön. Ja, Kerstin sagt, halte die Ohren steif, bleib vor allem gesund. Ich wollte eigentlich diesen Livestream so ein paar Wörter einwerfen, in der Hoffnung, dass ich die so einwerfen kann und wollte eigentlich wissen, ob die so alt sind. Also sowas wie, was sind das denn für Rabauken? Was ist das denn für ein Schabernack? Famos, ob man das noch sagt oder ob das auffällt und ihr so denkt, wie redet der denn? Was redet der so hochgestochen? Ja, vielleicht wird das die Challenge für den nächsten Livestream, dass ich einfach diese Worte da noch drüber verliere. Weil jetzt sind sie ja schon gebrieft. Verflixt und zugenäht. Ja, das fällt auf. Oh ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Dann kommt eine große Action. Ich freue mich riesig. Und mit diesen Worten schicken wir euch ins Bett oder wo auch immer ihr jetzt hingeht. Und ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Tschüss. Ich drücke jetzt hier auf Ende. Auf Wiedersehen. Ciao.